Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde ETS 2. So, ich muss jetzt noch ganz kurz den Stream teilen. Ja, mir ist aufgefallen, dass die letzten Streams nicht so wirklich geteilt worden sind. Also, irgendwie aus technischen Gründen oder so, keine Ahnung, woran es da genau liegt, wird es nicht mit übernommen. Beziehungsweise bei Facebook sind im Nachhinein die Streams wieder weg gewesen. So, ich nenne das jetzt mal eine Runde mit den Trucks unterwegs und dann können wir auch schon gleich anfangen. So, ja, das passt so. Ja, sieht ganz gut aus. So, wir haben keine Musik mehr, so. Gut, Musik läuft wieder. Und jetzt brauche ich noch die ganzen Stadtfenster und dann können wir auch schon gleich starten. So, Twitch habe ich da, Loot habe ich da, YouTube habe ich da. So. Also, man kann euch hören. Ach, warte, verdammt, Olli. Sicher, dass du online bist? Ja, ich bin ganz sicher. Hallo. Tanja? Franzi? Eine gewisse Person, die gerade Erik erwähnt hat, ja? Wollte ich hier auf Teamspeak locken, dass eine andere gewisse Person, ein Kumpel von Netty, mit ihm redet, weil er ja auch den gleichen Job mal hat wie er. Okay. Um ihn ein bisschen auszufragen darüber. Wofür? Ja, weil er doch immer so angegeben hat. So, Bergisch ist da, wo ist Tanja? Ich stehe hier. Ich sehe dich nicht. Genau, ist hier. Oh, ich bin offline, das darf doch nicht wahr sein. Olli, Ernst, ey. Hast du nicht vergessen? Das Bett schaut nämlich ein bisschen zu groß. Ist zu groß, meinst du? Ja, das ist viel zu groß. Ja, dann mach ich mal ein bisschen kleiner. Ich dachte, dass man es auch wirklich lesen kann, dass es doch für Blinde ist, weißt du? Man kann es gut lesen, aber es ist viel zu groß. Ist ja okay, ich hab schon verstanden. Moment. Ich nur noch einen Stunden handeln. Dann machen wir es ein bisschen kleiner. So lasse ich das so, dann aber, ne? Das auch wieder, gleich wieder da. Okay. Ja, wir starten gleich. Das Spiel da heißt heute übrigens der größte Konvoi auf EU3. Also damit meine ich eigentlich nur, wir sind drei Leute. Nein. Keine Ahnung, wer heute noch alles mitmacht. Das Typische, wenn man nicht weiß, wie man den Stream nennen soll, dann kommt sowas bei raus. So, hi Marvin, kann man mitwacken? Natürlich kann man mitwacken, wenn man möchte. Fabi, hi. Hi Fabi. Und dann auch ein Hallöchen an Nick. Hi Olli, wie geht's dir so? Ja, ganz gut, wie geht's dir? Lukas, schreibt Steffen, OV, wäre doch was für dich. Ja, keine Ahnung, ob das was für den Steffen wäre. Und Nora, hi. Ja, Nora schaut wirklich regelmäßig zu. Nora, ich hab's letztens erst gesehen. Du bist ja wirklich schon seit April, glaube ich. Ne, Quatsch, seit April. Auf jeden Fall schon länger da. Ich hab da irgendwie gesehen, seit wann du abonniert bist. Hast, Finn, einen wunderschönen guten Abend und euch eine gute und sichere Fahrt, ihr Zuckerschnecken. Finn, ich mag dich nicht mehr. Ja, Finn, du hättest ja dabei sein können. Du fährst dir was mit fremden Leuten, mit denen du gar nicht so lange kennst wie uns. Nein, Quatsch. Fabi, hi Finn, hi Tanja. So, ich gehe mal ins Spiel, bevor ich rausfliege. Wo bist du eigentlich, Tanja? Ne? Im Spiel, im Lademodus. Lass das halt, ich tank mal kurz eine Runde. Eine Runde? Ja. Okay. Auch wenn mein Tank ist eigentlich voll, aber ich tank trotzdem. Habe ich vorhin auch. Die Tankstelle ist noch nicht bekannt. Bitte gebe den Preis manuell ein. Oh, muss ich den Preis jetzt wirklich manuell eingeben? Moment. Na warte, Uli, das kann ich auch, was du kannst. Was war denn jetzt der Preis? Jetzt habe ich gar nicht auf den Preis geachtet. 221 Euro habe ich getankt, okay. 200. Kann man eigentlich ja, weniger Geld angeben? Theoretisch schon, aber dann könntest du am Ende vielleicht Probleme haben mit der Abrechnung. 221. Tanja, du bist immer noch nicht online.
Du hast 199 Liter getankt und deiner Spedition wurden 221 Euro in Rechnung gestellt. Ja, auf Server jetzt, 4 hatten wir doch jetzt gesagt, oder? Ja, nee, nicht so wirklich, ne? Tanja, da ist er. Du bist genau in... Wie konnten... was will... Oh. Okay. Wir haben wirklich von... Ach, Finn hat mich auch lieb, das ist ja lieb. Fünf... Mann, ich hab 10 Minuten zum Einparken gebraucht, Erik, jetzt machst du mir alles kaputt. Ich meine, nur von 5 Parkbuchten haben wir genau die gleiche genommen. Ja. So. Anziehungskraft. Fabi schreibt, hab heute eine Fahrradtour gemacht mit der Freundin. Hab ich auch, aber... Ja, müsste ich auch mal wieder mal machen, weil ich bislang kein Fahrrad mehr gefahren. Und hi Pascal und hi Marie Shadowwain. Und hi an Anni. Und hi an. So ist es, siehst du? Hi an Mary. Gottschalk Mary. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Soll ich Pascal hier reinmuschen? Also mir ist es recht egal. Du kannst auch erstmal einen Check machen, wenn du möchtest. Oder das checken wir hier. Guten Abend. Guten Abend. So. Ich glaube, das ist schon eine richtig gute Person. Ich glaube, muss ich dich durchchecken. Stimmt, da hast du recht. Wie machen wir denn noch so? Wo ist eigentlich jetzt hier die Tanja? Ah, die hat die drüben geparkt, habe ich gehört, ne? Ich bin da, ich bin hier, ich bin hier, ich bin da. Ach, die da drüben kann man gar nicht parken. Hier denn? Wir chillen hier in Hamburg rum. Ah, okay. Da war ich aber so auch vor kurzem heute mit ITS in Europa 2. Ja, 2 war uns ein bisschen zu hart, also beziehungsweise der Tanja, man muss jetzt ja auch Tanja schieben. ja, ich habe mich ja verkabelt. Also ich bin theoretisch praktisch soweit, ne? Wir könnten gerne gucken, wo wir hinfahren. Obwohl, Ladies first, die Tanja darf ihn gleich raussuchen. Richtig. Du darfst gleich gucken, wo wir hinfahren. Okay. Und hi an Kemal! So. Hi Kemal. Fabi schreibt, wir sind 30 Runden ums Gebiet gefahren. Ja, okay, 30 Runden. Ist das nicht langweilig, immer so um Kreis zu fahren? Ich müsste mit Steffen mal wieder eine Runde um den See fahren. K und D Transport GmbH, hi! So, ich gucke es mal, ne? Zum Thema, was wir so hätten. Wolltest du dann ja nicht gucken? Ja. Nö, ich lass mich überraschen, nee, ihr sagt, wo es hingeht. Nee, Tanja, du guckst ja, ne? Und ich guck dann, ob ich's habe. So rum meinte ich das. Andersrum. Nee. Ich weiß ja nicht mal, wo wir hinfahren. Ich auch nicht. Ja, das entscheidest du. Genau. Ja, ich weiß, wo ich dich hin möchte. Das reicht doch, oder? Wo möchtest du nicht hin? Nach Italien. Das war klar. Italien ist nicht so schlimm. Nein. Bitte nicht. Hättest du nicht sagen können, dass es weiterhin in Paris, dass es ein Überraschungseffekt ist, wenn wir denn da ankommen? Ich habe rot gesehen in einem Tag, ehrlich. Ja, ich auch. Ganz kurz, so schlimm wie in Paris war es nirgendwo wieder. Also ich war vorhin auf EU2 dort in Italien. Es ging wirklich. Da war nicht viel los. Innerhalb von 10 Minuten bist du da am Ziel. Ja, heute Vormittag um 5 Uhr noch keiner online war. Nein, jetzt vor einer Stunde. Achso, ja, okay. Ja, wirklich, wir können da hinfahren, da wäre nicht viel los. Wie wahrscheinlich jetzt gerade in Köln. Aber ich habe jetzt noch nicht mal die generell irgendeine... ich habe bei World of Trucks das noch gar nicht angenommen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich das annehmen kann. Ja, muss nicht annehmen, das läuft automatisch. Ach, das läuft automatisch. Letztens hieß es noch, das muss man irgendwie annehmen. Nein. Auf der Seite von World of Trucks. Muss man die Fahrten machen. Ach so, gut zu wissen. Folie benehmen die auch. Okay. Warte mal, ich muss kurz was lesen. Olli, morgen habe ich theoretisch mehr Zeit, schreibt Finn. Ja, bin ich ja mal gespannt, ne? Blondies Gaming, morgen. So, Tanja, wo willst du hin? Auf der Straße? Nein, erzähl. Voraus. Nein, du. Nein. Guckst einfach bei externen Aufträgen und nimmst das erste Ziel, was dir gefällt. Das erste Ziel wäre langweilig, das wäre Bremen. Wow. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 9. 3. 2. 2, okay. Und jetzt sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5. 2. Dann würden wir nach Paris fahren. Außerdem, Olli, du weißt immer, welche Zahlen ich sage, oder? Ja, richtig, genau. Ja, habe ich bei mir auf der ersten Seite als erste Position. Achso, das ist bei mir auf der zweiten? Das ist bei mir als zweites. Was? Wir fahren nach Paris? Drehgestell ja. Paris, hast du das? Ich kicke. Bei mir ist es zweite Seite. Nee, das ist ja wieder Schwerlast, oder? Nee, ist es nicht. Dann wäre da so ein Schwerlastsymbol.
Nehmen wir das? Ja, da haben wir doch schon was. Du hast die 2 gesagt für Seite 2 und du hast die 2 gesagt für die zweite Fracht auf Seite 2. Und schon kommen wir auf diese Fracht. Okay. Ja, nehmen wir doch an, wa? 2, 2, 1, ich hab angenommen. Okay. Ich auch. Primär. Nora schickt ein Hündchen rein. Was, ein Hündchen? Ja, so Snowboard-mäßig. Ist das Snowboard? Nee, Snowboard. Skateboard. Nee, Quatsch. Wie nennt man das auf Wasser? Wasserboard? Nee, Quatsch. Surfdings. Ja, genau. Ich bin raus. So. Waterboarding ist was anderes. Ach, Finny, falls du mich noch hörst, kannst du mir mal bitte gerade die Handcreme bringen? Danke. Er ist gerade auf der Autobahn, er kann nicht. Verdammt. Ja. Ich finde das hier schon total voll, ne? Okay, ich lock mich wieder aus. Mir ist das hier zu voll. Warte, so, ich bin schon mal auf der Straße. Ah, okay. Ich hole erstmal die Fracht ab. Ich bin angekuppelt. Okay, dann fahre ich auch mal so. Was? Da kennt wohl nichts von rechts vor links, rechts nach links. Bitte, hä? What? Need for Speed Soccer steht hier. Ja, das bin ich. Da bekommt man schon ein bisschen Angst, wenn der Need for Speed hier heißt, ne? Ja, ich weiß. Aber ich will's wirklich, der Pascal hier. Ja. Und sonst habe ich doch nicht extra so einen vollen Shit stehen mit meiner Arme. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wo steht denn mein Ding? Da. Ah, guck mal, schau. So, meiner hängt schon mal dran. Okay. Ja, ich gucke. 112 Kilometer sind es. Ja, eigentlich, wo ist denn dein Auflieger? Hinter dir. Achso, der ist da gerade gespawnt. Der ist gerade gespawnt. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Das sieht aus wie ein Schwarzmüller, was du hast. Genau. Das hab ich nicht. So. Ganz groß drauf, bitte kauf das DLC, oder? Nee, das steht bei mir nicht da. Der ist einfach so rot markiert. Michels Gaming schreibt, hi, schließt euch doch bei unseren Fahrern an von B&M. Die starten um 20.30 Uhr einen Konvoi von Kassel nach St. Petersburg. Ich glaube, wenn hier Tanja Konvoi hört, dann bricht sie in Panik aus. Sie hat schon allein Angst, in große Städte reinzufahren. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Und hi, Milena. Milena Leila. Doppelname oder heißt du nur online so? Und hi erstmal an Michels Gaming. Schön, dass du reinschaust. Und hi an Ayub, hi an Simon, hi an Andrew. Wir haben 60 Zuschauer gerade auf Facebook. Schön, dass er reinschaut. Wer ist geleftet? Der E-Bus. Achso, okay, da wollt ihr vorhin schon runtergehen. Das passt. Gut. So. Dann mach los. Ja, wo ist denn Tanja? Tanja davor fahren. Nee, obwohl das mag sie ja nicht. Never. Ja, dann ich roll einfach schon mal vor. Ich schließe nicht mit dir an. Na dann. Tanja, ganz hinten oder dazwischen? Nee, hinter dir. Ach ja. Schwarzmüller! Blinken. Blinken? Bis ich den Blinker gefunden habe, bin ich schon längst um die nächste Kurve. Ja, du kannst schon mal gleich den Blinker für die. Du musst immer schon vordenken. Leute, ich wurde gerade angestupst. Wurdest du angestupst? Ja, gerade an einen anderen TS gerade eben. Ach so. Ja, es hat gerade bei mir gemacht. Hey, wake up. Ja, dann steh mal auf, ne? Hey, wake up. Warum blinke ich denn eigentlich noch? So. Naja, ich bin mal heute mit meinem M1 Euro 6 unterwegs und hab ja ein anderes Getriebe eingebaut als den 12er. Mit den 12er komme ich nicht so voran als mit den 6er. Kurve. Die Ampel war noch grün übrigens. Ach, wir fahren hier externe Fracht, wir müssen aufpassen, weil wir dürfen nicht umkippen. Ja, richtig. Wenn wir umkippen, ist vorbei.
Richtig, wenn ihr umkippt, seid ihr vorbei. Seid ihr vorbei? Ja, stimmt, da seid ihr vorbei. Oh. So. Dann geht's mal auf die Autobahn. Genau. Hat Hanne die Kurve nicht bekommen? Doch. So, dann gucken wir doch mal während der Fahrt auf Sandy. Blinken, aber über Rot. Ja, dann ist manchmal kommt das so vor, ne? Also manchmal passiert das einfach so und ja, ich kann nichts dafür, das ist einfach so. Ich weiß auch nicht. Olli, ja? Alles gut? User was moved to wir sind bei dir. Ja, das ist mal, ich werde immer so leicht emotional, weißt du, wenn es darum geht. Ja, ich weiß. Hallöchen. So, Nora schreibt, gute Fahrt. Ja, danke dafür. 74 Zuschauer haben wir. Wie kommt es, dass heute so viel los ist? Bei Twitch. Bei Twitch, Facebook. Frag mich nicht. Facebook. Ich habe ganz viele Abos gerade drin durch Facebook. Es kommen gerade ganz viele Abos. Danke für die Abos. Also wenn ihr die Benachrichtigung im Chat bekommt, ob ihr abonnieren möchtet, dürft ihr gerne abonnieren. Ja, warte. Christian, Melon, Henrik, Nils. Wo war noch einer? Matthias. Vielen Dank für die Abos. Ihr dürft auch gerne den Stream teilen, wenn es euch gefällt. Tanja, kommst du hinterher? Ja, ich komme später nach. Sollen wir langsamer machen? Alles gut. Ich lass mal ein bisschen ausrollen, bis du wieder ein bisschen nicht da dran bist. Ich gehe mal auf 70 runter, ne? Und Tempomat rein. So. 85 Zuschauer schreibt gerade Nora. Schaffen wir die 100? Okay, es lässt schon danach, oder? Es lässt schon danach. Oh, mein Status hat sich verändert. Du bist Top-Fan geworden. HGW, Nora. Das heißt? Dass sie jetzt Top-Fan ist. Das heißt, sie ist regelmäßig da und so. Tanja, hast du gesehen, wie er uns gerade entgegenkommt? Nee, doch. Wesley. Oh nein. Wirklich jetzt? Ja, das war gerade Wesley. Guck auf Tab. Sehe ich nicht mehr. Wer? Wes. Achso, ich dachte, das war Franz, die gefragt hat. Oh, Tanja, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Ach, der ist doch in Köln. Ja, Köln. Super. Mhm. Mann, wir fahren von Hamburg nach Frankreich. Ja, an Köln treff vorbei und der kam uns schon entgegen. So. Also, ihr dürft wieder fahren, ne? Achso, ja, gut. Dann gebe ich mal wieder ein bisschen Gas. Ja. Und hi Nils, schön, dass du reinschaust und danke für die Likes. Und Dislikes. Dislikes gibt's ja leider nicht bei. Also gibt's Gott sei Dank nicht, meinte ich bei Facebook. Oh. Klarsichtfolie antwortet sogar auf. Ist das Arabisch? Ja, Arabisch. Ich hätte gefragt, ob du aus Russland kommst. Ob ich aus Russland komme? Ja. Ja, das ist Arabisch, der fragt, ob du aus Russland kommst. Oh, ich hab voll über, dass bei mir gerade meine Eltern essen. Na, muss mal anhalten irgendwo. Und ich komme einfach später wieder nach Paris. Ja. Wird schon. Oh, ganz viele Likes kommen gerade. Ganz viele Likes und ein trauriges Smiley. Und ganz viele Likes und ein trauriges Smiley. Und ganz viele Likes und 5 traurige Smileys. Franz, jetzt bist du doch jetzt, oder? Nein, ich bin gerade am Schreiben. Ach so. Irgendwie spammt gerade die. So. Wenn Nora jetzt Top-Fan ist, dann ist sie sicherlich irgendwann. Ich glaube, das ist schon die höchste Stufe, oder? Top-Fan? Oder geht's noch höher? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, das war's mit Top-Fan. Ja, glaube ich auch. Simon, moin moin, wie geht's dir? Und Ayub, ich kann leider deine Nachricht nicht lesen. I cannot. Reading your richtig, message, Enzo. Enzo? Ja, das Enzo muss immer hin. Ja, ich weiß nicht, die Begrüßung ist doch bei Russland, ist das nicht ein Doppel oder so? Er schaut zu aus Algerien. Algeria! Ja, wo ist das? Algerien? Ja. Oh, das ist doch ein ganz bekanntes Land. Aber wo es jetzt auf der Weltkarte ist, ist nicht.
Ich weiß es nicht. Soll ich googeln? Nee, das war Tunesien. Ja, ja, mach mal. Oh, da haben wir einen Überholer. In Nordafrika. Ach so. Ich wusste es doch. Und da kommen wieder ganz viele Likes rein. Danke dafür. Franzi? Nein, bin ich nicht. Nein, Franzi, ich wollte es sagen. Was? Kannst du mir noch ein Bild fragen wegen vorhin, wo du was testen wolltest? Chill out, schreibt Alfred, gute Fahrt. Ja, vielen Dank dafür. Color Key, weiß schon. Moment, ich habe kein Bild von. Kurzzeitgedächtnis. Ich bin gerade und Schlauch, tut mir leid. Alles gut. Oh, sind das Sterne da draußen? Wie süß. Gab's schon immer Sterne hier im Spiel? Schon ziemlich lange mindestens, ja. Okay, sich heute zum ersten Mal, ne? Ich glaube, seitdem Schweden oder so draußen ist. Ach so, ist ja noch nicht lange. Nee, erst 2 Jahre. Also ich will ja nichts sagen, ne, aber ich sehe noch keine Sternchen. Ach so, ja gut, warte ab, bis du den ersten gerammt hast. Ja, über uns. Okay, ich wollte gerade sagen, muss ja, okay, ich warten, bis irgendwas passiert? Ja, wir müssen aus unseren LKWs auch Cabrios machen. Das würde ich richtig geil finden, ne? Wenn man die Fahrzeuge so, wenn man die schrottet, dass man es auch richtig sieht am Fahrzeug. Obwohl, dann würden das sehr viele ausnutzen. Ja, wenn du mal schlecht fährst, kannst du nur sagen, ja, hier, leider am Platten. Ja, richtig. Die Wand gefahren. Ah, ja, meine Achse. Nils schreibt, wie lange spielt ihr schon? Also, heute spielen wir erst seit 24 Minuten und generell spiele ich das Spiel schon. Da gab es das Spiel noch gar nicht. Also, ich habe mit Euro Truck Simulator 1 angefangen damals, 2009 oder so. Willkommen im Club. Ja, da bin ich geboren, 2009. Ach du Scheiße, bist du jung? Was? Ich habe ETS angefangen, da bist du geboren. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ein bisschen komisch. Olli ist alt. Oh, aber wirklich jetzt, oder? Tanja, keine Sorge, ich glaube, wir fühlen uns gerade alle alt. Ich war mit Nala. Olli weiß, worauf ich hinaus. Ja, richtig. Aber ich war mit Nala zusammen, ne? Ich war mit Nala zusammen 2009. Und wenn ich jetzt überlege, ja, ich war da mit Nala zusammen. Ich bin, glaube ich, 2008 mit dir zusammengekommen. Und da gab es ihn. Und da gab es noch nicht mal Fabi. Fabi könnte meine Tochter sein, wenn ich mit Nala ein Kind gemacht hätte. Okay. Okay, da lacht sie schon. Okay, sie kann das sich das nicht vorstellen. Ja, definitiv. What yell? What? Ach, ich kann nicht mehr reden. What language do you speak? Deutsch. We speak German. Deutsch. Hi, wie war das mit Uli? Olli, hä? Speak English, one, wall, three? Recht, okay, so. Speaking, Deutsch. Deutsch. Also, da müssen wir aufpassen, wie wir es sagen, ja, sonst haben wir nachher ganz viele hier, oh, ihr seid doch alle und so. Ja. Gute Fahrt an euch dreien. Stolz darauf, ein Deutscher zu sein, Deutscher Kartoffel. Vielen Dank. Im Moment, nein. Ich jedenfalls nicht. Nein, nein. Mm-mm. So. Oh, süß, 2009. Ja. Das könnte meine Tochter sein. Wie alt wäre ich dann? Warte mal, 2009, wie alt war ich denn da? Da war ich... Vor ungefähr 10 Jahren. Da war ich 20 oder 21, das passt eigentlich. Wow, da war ich 12, okay, wird ein bisschen schwer werden. Geht aber auch schon, theoretisch hättest du auch der Vater sein können. Ich will aber nicht, dass es geht. Das ist ja was anderes. Okay. Ist der Chat bei YouTube eingefroren oder schreibt das schon seit Ewigkeiten keiner mehr? Der schreibt jetzt seit niemand. Okay, Fabi, letzte Nachricht, ne? 7:42 Uhr. Ja. Ihr dürft auch gerne bei YouTube schreiben. Wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch bei Twitch schreiben. Genau, ganz wichtig, bei Twitch. Wenn ihr Lust habt, ich brauche täglich mindestens 3 Leute, die in Twitch aktiv sind. Dass ich irgendwann das Affiliate-Ding. Heißt es so? Ja, auf jeden Affiliate. Fall. Affiliate, genau, dankeschön. Dass ich da die Funktion bekomme. Ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, bloß nicht 3 gleichzeitige Zuschauer regelmäßig. Ich glaube, die nächste rechts ab. Ja, könntest du. Bei mir zumindest angezeigt. Bei mir zeigt er geradeaus weiter. Oh. Fahren wir weiter?
ist dir überlassen. Ja, ich hab irgendwie Bock jetzt. Ansonsten würden wir Landstraße fahren. Ach, ja, nö. Und die Strecke Calais-Duisburg. Ach, nö. So wichtig ist das jetzt nicht. Nee. Aber Stundenstelle EU3 wär's eh nicht so wirklich voll. Ja, Bones, hi, schön, dass du reinschaust. Markus, wie bekommt man das ETS StreamView eingeblendet? Ach, das war ein harter Kampf. Oh ja, oh ja. Also Punkt 1, man muss Premium haben, glaube ich. Nein. Muss man nicht. Warum habe ich die Scheiße gekauft? Das wäre dieses komische Overlay, was du im Spiel siehst. Das sind zwei verschiedene Overlays. Das eine sehen deine Zuschauer und das andere siehst du. Weißt schon, da gibt's auch dieses eine Fenster, was du einblenden kannst, weißt du? Ach so, ja, okay, gut. Dafür brauchst du Premium. Ja gut, Premium bin ich ja auch mittlerweile. Dotke schreibt Herzchen und Hanne schreibt Schreib. Du hast gesagt, schreib bei YouTube. Warum habe ich Schreib reingeschrieben? Na, danke fürs Schreib. Bitte. Dann lassen wir den mal hier rauf, wa? Ich hoffe, der fährt mindestens 90. Der fährt langsamer als 90. Will er hier schon wieder runter? Ach, der will hier schon wieder runter. Das ist ja gut. Ich mag es nicht, wenn andere Leute auf der Autobahn sind. Ich brauche immer eine für mich allein. Das geht mir genauso. Vor allen Dingen ist hinter mir jemand und ich weiß nicht, wer hinter mir ist. Ich mag es, wenn einer hinter mir ist. Ich ordne mich mal wieder rechts ein. Obwohl. Lohnt sich nicht. Ja, habe ich auch gerade schon gesehen. Ich auf dem kompletten Stück hier die ganze Zeit einfach nur in der Mitte fahren. Also auf jeden Fall bekommt man es eingeblendet über OBS mit einer Fensteraufnahme und irgendwie so ganz komisch. Die Spieleaufnahme, dann funktioniert es nämlich nicht. Richtig, genau. Oder Bildschirmaufnahme, da geht's auch nicht. So. 2009 war ich 14. 2009 war ich, ja, habe ich schon gesagt, 20 oder so, ne? 20, 21. Warte mal, wenn du 2009, dann bist du jetzt 24. Have a safe road. Ja, derzeit ja. Ich müsste auf Englisch antworten, oder? Nein. I do not speak Dutch. Ich habe dahinter geschrieben, also war es nur eine Aussage, keine Frage. Ach so. Ja. Was? Halt so viel wie gute Fahrt. Fahr doch an mir vorbei, du Horst. Ja, have a safe road, ja. Aber have a safe road habe ich auch noch nie gehört. Bin wieder da. Bibi. Hey, ich kann ja kein Englisch und ja, aber weiß auf jeden Fall, was er meint. Richtig. Ja. At least you tried. Wir können ja den Stream ab sofort auf Englisch weiterführen. Bye, ich gehe wieder. Andi, bye, bye. Schön, dass du da warst. Du kannst aber gerne auch mal wieder mal ins DS kommen. Da warst du auch schon mal mit mir. Und hier soll ich jetzt runterfahren, steht hier. Ja, mach mal. Tanja Keks geben. Wie jetzt? Fabi fährt halt Kekse. Kekse, ich will auch Kekse. Und wieso bekommt Tanja und wir nicht? Lecker Kekse. Kekse. Hab ich mich auch schon gefragt. Oh, 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 jetzt wird's lustig. Nein, ich bin schon voll. Ah, la 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 la. Sicherheitsabstand ist was Schönes. Boah. Sonst muss ich gucken, Erik, was du geladen hast. Tut mir leid, also auch die Absicherung und so. Nein, ist alles gut. Es kommt jetzt fette Werbung im Stream. Oh, oh. Oh, oh, nee, du möchtest nicht da drin landen. Baum, danke für den Baum. War wahrscheinlich Franzi, weil Franzi ist die Einzige, die Bäume reinschickt. Danke, ja. Franzi. Olli Keks geben, Franzi Keks geben. Ah, danke schön, da haben wir jetzt auch Kekse. Was für Kekse denn? Ach, die erstmal ein Cookies, American Cookies oder so. Ja, guter Kekse. Wo seid ihr jetzt gerade momentan? Seid ihr schon Köln? Achso, schon in Köln. Dann bin ich noch übelst weit hinter noch. Ja, ist logisch, ne? Ich bin noch in Bremen. Hallo, Schlein! Hallo! Hallo, Schlein! Hallo! Hi! Eine Zugfahrt, die ist. Ah, ne, eine Lok. Ne, eine. Truckfahrt, die ist lustig. Eine Truckfahrt, die ist schön. Genau. Denn da kann man ganz viele Sonnenblumen rechts am Straßenrand sehen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch links blinken, wa? Nein. Nicht? Nein.
was ist denn hier los? Hat der geleckt. Oh je. Also halte ich ein bisschen Abstand vor dem da vorne. Ja, bei der nächsten Möglichkeit fahre ich kurz raus, weil dann bin ich dran mit Essen. Warum wollt ihr alle essen? Wir waren noch gerade in Essen, oder? Ich muss auch essen. Okay, wir sind in Köln. Essen sind wir schon vorbei. Also ich hab's schon mal gegessen. Bin ich mal vorbeigekommen. Oh, da hat sich einer... Und so. Einfach ja, ich halt mal. Halten. Ja, ich halte mal kurz an. Was macht ihr da? Was ist das? Was wird hier? Ja, was passiert? What the fuck? Was macht ihr? Ja, ich lass mal erstmal. So, jetzt komme ich auch. Ich war schon mal kurz vor zu einem Sorry, Straßenlady. Oh, ja, Mann, ist ja was los. Hunger, Harry, ihr wollt auf EO2? Hä? Ja? Ihr wollt auf EO3? Ja, Gott sei Dank, ne, dass wir auf EO3 sind. WTF. Ach du Scheiße. Wie weit ist die Tour noch? Wie weit ist es denn noch? Ach, die hieß tatsächlich Straßenlady. Ja. Guck mal einer, schau. Allen, die im TS sind, Kicks geben. Danke, Fabi. Danke. Bitte. Ach ja. Ach nee. Ach wieso? Ach, weiß ich nicht. Ach doch, da. Schau mal einer. Ich fühle mich immer so alt, wenn Fabi da ist. Warum? Was ist das denn jetzt hier für ein komischer Knallkopf? Frag mich nicht. Ich trinke hier gerade ein Bier, ja? Und vor mir ist einer am Schlangenlinienfahren. Ey! Vor mir. Wie kann man einen reporten? Einmal die Tab. Was ist denn hier los? Ja. Der hat mich voll gerammt. Grundlos. Der könnte auch eine Sie sein, wa? Leica? Nee, das war ein Kerl. Guck mal, und schreibt gerade weg, dass die Person aufnimmt. Jetzt wird die Person dich noch anpissen, sozusagen. Aber Olli nimmt ja auch auf. Ja, aber ich war nicht in Aufnahmefläche-Bereich. Warum rammt der mich? Was will die Person? Aber wenn die Person Tanja gerammt hat... Vorsicht, Tanja, du bist ziemlich weit auf der linken Spur. ...die Person melden und nicht die Person Tanja. Buddy joined weil die Person Tanja... hat. Hallo. Hallo. Hi. Tanja, wir hätten, glaube ich, auf die andere Spur gemusst. Ja, ich weiß, aber ich bin hier jetzt gerade voll raus, weil... Irgendwie hat mich das jetzt gekekst. So, gleich wieder. Okay. Ja. Theoretisch. Ja. Du kannst theoretisch ein bisschen zurücksetzen, wenn du möchtest. Okay. Ich mach auch mal. Ja, ist gerade ruhig hinter uns. Da ist nichts mehr los. Okay. Ja, das ist immer das Typische, ne? Kommst du rum? Ich denke. Gut. Ja, sieht gut aus. Ja, nicht. Ich hasse das auch mal, wenn irgendwelche Leute mit bei sind, weil es ihr ein bisschen. Wenn man an jemanden vorbeifährt, muss man sachlich vorbeifahren, weißt du, und muss drauf achten und nicht einfach so, ich sehe jetzt rüber. Ich hab ganz vernünftig. Bin ich in der Spur gewesen und der fährt an mir vorbei und rammt mich absichtlich. Okay. Und dann schreibt. Rechts überholt. Und dann schreibt die Person auch noch, dass das aufgenommen hat. Und wenn die Person das meldet von dir jetzt, ja, als Beispiel. Dann wird er selbst gebannt aus dem Grund, weil er auf der falschen Spur gefahren ist und überholt hat. Ja. Vor allem haben wir den Livestream als Beweis. Ja. So, Population is fast but not fixed. Scania. Und ich weiß immer noch nicht, wie man das macht mit dem Reporten. Hey Uwe! Du müsstest dann, ich glaube jetzt ist der Spieler nicht mehr in der Liste. Nee, mittlerweile nicht mehr. Richtig, du würdest die Tab-Taste drücken. Also du sollst dafür anhalten, Tab-Taste drücken, rechte Maustaste, dass du deine Maus nutzen kannst. Dann kannst du nämlich in der Online-Liste auf den Spieler draufdrücken, um den es geht. Und dann kannst du ihn reporten. Du hast aber die Möglichkeit, wenn wir jetzt irgendwo ranfahren, dann könntest du noch auf Historie drücken und könntest den Spieler noch raussuchen. Okay. Aber dann kommt die E an, du musst noch
Videobeweis oder ähnliches bringen. Das ist mal so. Und hi Alexander! Wie geht's dir? Ey, ich wurde jetzt auch gerammt. Ich liege. Oh nein. Wer war das? Ja, ich bestimmt nicht. Ich fahr mal eben rein. Siehst du, wer das war? Na, wie viele Kilometer habt ihr noch gefahren? Destiny irgendwas? Destiny? Des, irgendwas mit Des. Ja, meine Fracht ist jetzt egal, ne? Sie hat sich jetzt erledigt. Ich sehe niemanden mit Des leider. Ich sehe nur Dulek. Scheiße. Ja, meine Fracht hat sich erledigt. Ich liege auf Kopf. Somit ist mein Auftrag futsch. Ja. Fuck. Ey. Was soll das? Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Destiny, warte, das kann ich. Ja, ich lass mich erstmal einmal abschleppen. Oh, jetzt ist er weg. Ja, ich finde ihn über die Historie noch raus. So. Bitte rechts ranfahren, Schatz Markus. Ja, naja, bringt nichts mehr. So, ich repariere mal kurz meinen Wagen. So. So, ich habe jetzt die Historie hier. Jetzt sind hier ganz viele Spielnamen. Oh, was mit das hast du gesagt, ja? Ja. Es gab keinen mit das in der Nähe. Hat die 181 zur Nummer. 181? Mhm. Das ist aber Koki, weiß ich was. Ja, was steht davor? Jetzt ist er gerade aus der Liste verschwunden. Scheiße. Ah, da, Koki. Ach so, da, ja, das weiß ich was. Ja. Genau. Er ist in dem Moment vorbeigefahren. Seid ihr in Köln oder wo seid ihr? Ich weiß es nicht. User disconnected from your channel. Ich weiß auch gerade noch nicht, wo ich bin. Ich muss gleich mal gucken. So, Franzi hatte keine Luft mehr. So, ich hab mal geportet. So, erstmal gucken. Gut, und dir ja auch soweit. Danke der Nachfrage. Das guck ich mal kurz. Gut, super. Wie kann ich denn. Achso, ich brauche ja nur die Taste wieder schließen. Ich troll. So. Ja, was machen? Jetzt stehe ich hier alleine oder wie? Du fährst das Ganze mal weiter. Ich komme jetzt erstmal dazu. Also, ich soll weiterfahren. Ja, ja, ich bin jetzt Konvoi für dich. Bist du? Erik ist Essen. Ach ja, der wollte ja. Ich bin jetzt in Liege. Ach, in Liege. So. Nach Paris fahren wir ja offiziell, wa? Ja. So, ich habe jetzt erstmal ungefähr die Richtung dorthin. Ah, Paris ist wieder sowas von schön näher, ne, gegenüber letzte Woche. Naja, ich bin jetzt ab nach Paris teleportiert worden. Hab jetzt Gott sei Dank die Garage. Okay. So, 38 Minuten. Franz, was meinst du mit 38 Minuten? Wie lange wir live sind, oder? Franzi ist eben rausgejoint hier. Ah, ich glaube, ich sehe dich, Tanja. Du siehst mich? Ich bin unter dir. Was? Ich bin unter dir, ich komme jetzt hoch. Okay. Ah, ich sehe den grünen Punkt, ja. Tanja? Ja? Als du gerade okay gesagt hast, hat meine Mutter im gleichen Moment auch okay gesagt. Ich mag deine Mama. Die Zufälle. Mir war langweilig, weil ich im Krankenhaus bin und habe mir meinen linken Fuß gebrochen. Ich hatte einen Fahrradunfall. Oh je. Oha. Oh, ich bin heute 50 Kilometer Fahrrad gefahren. Wir sind heute alle Fahrrad gefahren, ne? Fabi auch? Mein Fahrrad liegt im Keller und stoppt ein. Meinst du, ja, was dann... da Wir haben heute einen Rasenmäher geschoben. Lieber Alex. Entschuldigung. Ah, ja, heute war aber gutes Wetter zum Fahrradfahren. Das stimmt. Ja. Ich habe am Montag mein Fahrrad. Prüfung. Da habe ich mit meiner Nachbarin geübt, weil die auch ihre Fahrradprüfung hat.
Stef, was hältst du davon, einfach mal die nächsten Tage mal eine Runde mit Auto um den See wieder, so wie damals? Mit Auto? Naja, mein Fahrrad ist Schrott, also da. Da wird nicht mehr wirklich was mit. Ich überlege eigentlich, ob Fahrrad. Ja, obwohl die Dänen fährt ja so sandig. Skating wäre mal geil, wa? So mit Inline-Skater und so. Inline-Skate? Da bin ich das letzte Mal mit 12 oder so damit gefahren. Das sind Rollschuhe, die du meinst wahrscheinlich. Nee, Inliner. Disco-Roller. Oh Mann. Naja, ich bin da mal raus. Ich fahre das nächste Mal wieder mit. Okay, tschüss, bis dann. Erstmal tschüss. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. So. Ach. Was denn? Ach, Erna, hör auf zu bellen. Die meinen dich nicht, die Hunde da draußen. Ankunft um 20 Uhr. Echt mal. Um 20 Uhr 22 kommen wir an, laut SpeedV. So, da bin ich wieder, WB Finn. Schön, dass du wieder reinschaust. Oh, Baustelle. Wenn du Lust hast, komm mit. Wie kommst du, dass du jetzt hier bist, Finn? Hat Falco aufgehört? Hallo. Hallöchen. Hallo. 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 Danke. Ja, es gibt jemanden, der hatte technische Probleme. Sagen wir es mal so, Olli, okay? Okay. Mhm. Okay. Also nicht Finn. Wer ist gebannt worden? Der andere mit F. Ach. Der andere mit F hat eine Dingenskirchen. So, ich guck nochmal in den Chat. Achso, da hat sich jetzt nichts weiter getan. Wir haben noch 46 Zuschauer bei Facebook. Schön, dass alle da seid. Wie geht's euch? Schreibt gerne in den Chat. Lasst gerne ein Abo da. Übrigens, ich versuche jetzt alles. Ich versuche jetzt nochmal zu morgen das Finden zu bekommen, dass ich mal wieder eine Runde Fernbus-Simulator fahren kann. Aber ich glaube, das klappt eh nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Muss ich bestimmt offline bleiben. Warum musst du offline bleiben? Wegen Fernbus. Du meinst, wenn ich es streamen sollte zu dem Zeitpunkt? Ja, du musst nicht offline bleiben. Dann funktioniert das Spiel. Ach stimmt, richtig, genau. Ich dachte, du meinst jetzt, weil bei Fernbus-Simulator ist ja immer der Chat voll bis oben. Warte, wo muss ich hin? Links. Das andere links. Ja, jetzt ist es zu spät. Das fahre ich jetzt nicht zurück. Also dann fährst du jetzt komplett entgegengesetzt, da? Ja, ich weiß, aber ich kann ja die nächste Auffahrt wieder drauf und so, oder? Ja, nee, ja, das passt schon irgendwie. Du fährst jetzt, glaube ich, einen Umweg von 100 Kilo, von 300 Kilometern oder so. 300? Nein, du fährst jetzt über Brüssel. Ja gut, ich meine andererseits, guck, was soll schon passieren? Der Erik ist noch am Essen. Ja, ich fahr eh leer. Ach so, ja. Wir sollten nachher vielleicht mal gucken, ob wir Frachtmarktaufträge oder sowas nehmen. Okay. Hat den kleinen Vorteil. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir den gleichen Ort irgendwie hinbekommen. Ja. Mhm. Auch wenn es jetzt eine andere Fracht ist, aber wir haben den kleinen Vorteil, wenn wir wirklich mal auf der Seite liegen, dann können wir weiterfahren. Und müssen nicht unsere Fracht komplett abgeben. Das ist jetzt sowieso die Frage. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden mein LKW jetzt durch den das Ramming hat. Hm. Aber am Ende ist es trotzdem nur ein Spiel, wo man sich nicht aufregen muss. Üben. So ein bisschen aufregen ist ja natürlich noch okay, ne? Aber man muss jetzt hier nicht. Im ersten Moment ist das völlig normal, denke ich auch. Richtig. Guck mal, jetzt schickt er mich wieder zurück hier. Ich sag, guck mal, du kannst ja auf mein Navi gar nicht gucken. Ja doch, ich seh's ja auch. Er leitet mich jetzt auch um und sagt, wir sollen hier winnen. Jetzt hier runter, ne? Hier runter. Ja. Okay. Hui. Und halt. Genau. Jetzt aber scharf. Ich sag's noch. Weiter, komm. Hui. Dann wieder rum. Genau, hier jetzt wieder hoch. Und schon sind wir wieder richtig. Genau. Das sollen jetzt 300 Differenz gewesen sein? Nee. Was die Route, die ich es mir gedacht habe, dass wir jetzt komplett weiterfahren und dann durch Brüssel und Lille und so weiter. Aber ich wusste nicht, dass es hier in der Wendemöglichkeit kommt. Was? Wollt ihr mich unbedingt dabei haben? Ich fahre STVO. Ja, das ist das Einzige, was mich so leicht stört, ne? Weil es fährt noch nicht mehr im realen Leben, fahren noch nicht mehr die Zufacker nach STVO.
Olli, das haben wir gerade nicht. Entscheide du, Finn, aber bring mir doch bitte mal ganz kurz die Handcreme. Du weißt schon, die silberne Tube mit dem Rochen drauf. Andere nennen es auch Gleitgel. Ich hab nichts gesagt. Was? Nix, ich hab nichts gesagt. Olli. Ist noch nicht 22 Uhr. Richtig. Olli. Steffen, du kommst, dass du wieder auf der guten Seite bist. Der guten Seite? Ist Nettie gegangen oder was? Ja, da ist wieder ein bisschen Privates und. Ach so, die wollen wieder Liebelein machen. Liebelein. Nee, was anderes. Ich meinte jetzt so privat, kuscheln, Netflix. Oder was hat. Nee. Auch nicht. Ich denke mal doch schon, ja. Aber. Links! Ein bisschen Ärger kriegt Dennis auch wieder. Er sagt nicht, der hat schon wieder. Oh. Mhm. Jochen? Nee. Achso, ich dachte. Bei der anderen. Diesmal nicht Jochen? Nee. Wer ist noch da, mit denen er eins switchern könnte? Ach, Etage tief. Ja. Ah, okay. Ja, gut. Klingeling. Ups. Ich habe mir das Spiel auch bestellt. Bestellt, man kann sich jeden ETS noch bestellen. Warum hast du es denn nicht kostenfrei bei MMOGA geholt? Also nicht kostenfrei, aber um einiges günstiger wahrscheinlich. Weil bei MMOGA, da haben wir unten bei uns einen Link drin, also in der Videobeschreibung, und da kann man das Spiel plus zwei DLCs für 5,99 € sich kaufen. Und das ist meistens immer so die günstigere Variante. Aber Finn, ich hätte es trotzdem schön gefunden, ich finde es immer noch schön, wenn du mitfahren würdest, ne? Also Olli findet es immer noch schön, wenn du mitfahren würdest. Aber ich würde es auch cool finden, wenn du nicht so ganz nach SDHO fährst, ne? So, aber er würde es auch gut finden, wenn du nicht ganz so extrem nach... Ach so, ich dachte, er schaut zu. Er schaut ja auch zu, bei mir auf dem Monitor, weil er mir gerade Handcreme gebracht hat. Ach so, okay. Ich reiße ja auseinander hier gerade im Moment. Meine Haut ist wieder extrem. Bäh. Ich muss mich mal ausrollen lassen, um mich einzucremen in der nächsten Gerade. Du weißt schon, dass wir fast da sind? Ja, in 284 Kilometer. Ja, okay, doch, hast recht, ist noch ein bisschen. Und so lange wollte ich jetzt die Creme nicht auf meiner Hand behalten. Ja, ich esse in der Zeit einen Tick ab. Nein, ich habe den Tempomat drin. Ein Keks aufmachen, bevor die nächste Kurve kommt, ist auch nicht gerade leicht. Also eine Kekspackung. Hinter dir fährt Olli. Aber leer. Ja, ich war leer. Es hat schon geknallt heute. Nein, es hat heute schon zweimal gerumst. Mir ist einer einfach so von rechts in eine Seite reingerammt, obwohl Platz genug war. Er hat es auf mich abgesehen gehabt und Olli wurde so dermaßen ramponiert, dass er den Auftrag abgeben musste. Und weil wir haben alle ihren Führerschein gemacht, im Lotto gewonnen? Nee, eine Haferflocken gefunden morgens. Und ja. Olli hat überschlagen. Kurze Baumi schlagen. So lustig fand er das. So. Danke, Finn. Ach, du willst jetzt weiterfahren. Jetzt darf ich zugucken. Das ist auch nicht schlecht. Mein Bier ist schon alle. Ja. Ja. So lässt sich leben, ja. Ich hab Fracht drauf jetzt. Ich habe das von eBay bestellt für 13. Ah, da kannst du das Problem haben, dass es das richtige Spiel ist ohne Steam Key. Und wenn du keinen Steam Key hast, dann hast du das kleine Problem, dass du es nicht online spielen kannst. Also wenn es mit Steam Key ist, dann ist es gut. Wenn es schon mal eingelöst worden ist, dann kannst du es nur offline spielen. Und kurz AFK. Aha. Wenn der Code schon eingelöst wurde, dann kann er es gar nicht spielen. Danke, Maus. Ja, es gibt noch die Variante, die ohne Steam läuft. Ja, komm mit. Nee, nur wie gesagt, wir haben jetzt noch 200. Nee, ja, knapp 200 Kilometer ETS vor. 2. Weiß ich noch. Jetzt fahren wir nach Paris. Sicher? Ja. 3. Okay. Meinen Taxi nach Paris. Aber wenn es von eBay ist, wenn es neu ist, dann ist es ja noch gut, ne? Aber 13 Euro finde ich trotzdem ziemlich teuer. Daraufhin kommt dann nach Paris. Alexander, du kannst einfach mal nebenbei unten
einmal in der Videobeschreibung, da findest du einen Link zu MMOGA. Da kannst du ja mal da gucken, ob du da genau das identische Spiel findest, was du dir jetzt bei eBay gekauft hast. Einfach nur mal, weil mich würde es mal interessieren, ob es jetzt bei eBay günstiger war oder bei MMOGA. So langsam, wo muss ich jetzt runter? Ich rechts, will nichts falsch. Rechts, Richtung die Hafe. Okay. Das zeigt dir mir zumindest an. Ja. Hui. Oh, jetzt denke ich schon wieder an, es ist so. Hui. Geht schon wieder los. Ja. Mit oder rote? Ohne rote Schleife am schadet ja nichts. Schweif. Finn schreibt, jo, erscheine gleich mal. Ja, das ist schön. Ich habe gerade schon zu Olli gesagt, du kommst dann gleich nach Paris und so. Nora, falls du noch zuschaust, ja, mich würde mal interessieren, durch welches Spiel du auf uns aufmerksam geworden bist und welches Spiel du von den Spielen, die ich jetzt hier so nebenbei spiele, was du da am besten findest. Weil es müsste ja einen Grund geben, warum du uns abonniert hast. So, wo seid ihr gerade? Kurz vor Paris. Oh. Happy. Okay, es wird lustig jetzt mit dem Aufholen. 150 Kilometer erst. No. 150 noch davor? 150. Okay, es wird trotzdem lustig. Ja gut, 140. User was moved to your channel. Finny! Hallöchen. Hallo. Hallo. Hallo, Finn. Ist leise. Er ist leise, ja, oder? Ziemlich leise. Ja. Rechts runter! Nein, ich muss gerade aussagen. Achso, sehr gut, dann fahren wir gerade aus weiter. Ja, das hat er gut immer berechnet. Okay. Gaming TV, danke für dein Abo und schönes Reinschaus. Ja. Du bist so leise, ja, dass du total leise bist. Genau. Ne, geht ja nicht, wir sind ja am Fahren und so. Finn, ich hab dich laut getreten, draußen höre ich dich fast nicht. Also, irgendwas ist bei dir zu leise. Vielleicht muss der Mikrofonpegel auf ein paar Prozente höher. Beziehungsweise eventuell sogar die Verstärkung einfach von 10 auf 20 oder so. Oder von 0 auf 10 oder keine Ahnung, wo es gerade steht. Ach ja. So, haben wir denn noch schöne neue Nachrichten im Chat? So, Sven schreibt, könnt ihr der Frau den Schein wegnehmen? Warum denn? Die fährt doch vernünftig. Da müsste man mir den Schein wegnehmen teilweise, wenn ich auf dem Handy gucke und währenddessen fahre. Denk dran, du bist noch in der Probezeit. Und bei Tanja sieht es manchmal ein bisschen wackelig aus, weil sie nebenbei ihre Hände eingrebt. Am Steuer. Quatsch. So, wir müssen hier runter. Genau. Andi schreibt, Alter, nee, geht gar nicht. Was geht gar nicht? Mama. Hallo Leitplanke. Nice to meet you. Hallo Tanja. Oh, die Leitplanke spricht mit Tanja. Sind jetzt besser. Wenn es soweit kommt, ist es vorbei. Etwas. Sag noch mal ein bisschen mehr, Fini. Ja. Oh, besser. Oh, etwas besser. Moment, jetzt. Ja! Ja, klingt gut. Ist gut. Ich habe das Spiel auf meinem PC, schreibt Oliver. Ja, ich tatsächlich auch. Oh ja, okay. Bin ich dumm. Natürlich habe ich es auch auf dem PC, sonst würde ich jetzt nicht gerade fahren, ne? Das ist wohl wahr. So. Warte, ich bin gerade in eine Runde Uno. Achso, ja, guck danach, ruf mal in Ruhe, ne? Das ist mit Online, ich hatte nämlich vorher nachgefragt. Okay, Online ist es nur dann, wenn du dir auch Truckers MP holst. Sonst ist es nicht Online. Aber wie gesagt, sofern der Steam Key schon mal einmal eingelöst worden ist, ja, dann bringt das Spiel nichts mehr. Also wenn es gebraucht ist, sieht es schlecht aus, dass du es danach spielen kannst. Ich sowieso manchmal nicht, warum das Leute nochmal verkaufen. Weil die können sie nur verkaufen, wenn es noch neu ist, ne? Zumindest wenn das Steam Key noch nicht eingelöst worden ist. Also ja, du kannst ja auch ohne Steam spielen. Was meintest du, Bergisch? Du kannst es ja auch ohne Steam spielen.
Ja, da. Da haben wir das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann geht's auch nicht online. Richtig. Deswegen würde ich niemals ein gebrauchtes Spiel kaufen. Ich würde immer nur Spiele neu halt kaufen. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob es überhaupt gebraucht ist. Vielleicht hat das ja auch neu gekauft. Hä? Wir wissen noch nicht, ob er es gekauft hat. Vielleicht hat er es neu gekauft? Hä? Naja, er kann es ja gebraucht kaufen gebraucht. Bei eBay und er kann es ja auch neu kaufen. Okay. Links? Rechts? Rechts. Okay. Also er hat sich gut. Also er hat gesagt, bei eBay ITS gestellt oder wie? Ja. Ich hatte das halt über MMOGA gekauft. Hab ich ihn auch schon gesagt, weil er hat jetzt 13 Euro bezahlt, obwohl das Spiel offiziell 5,99 oder 6,99 kostet. Also er hat jetzt das Doppelte bezahlt. Vor allem hast du schon mal DLCs mit dabei. Richtig. Okay, wenn er jetzt Titanium hat, die Titanium Edition, hat er ja auch ein bisschen mehr. Aber das ist halt, glaube ich, trotzdem noch günstiger bei MMOGA. Besonders, wenn es gebraucht ist. Dann ist das... Ah, das erfahren wir nachher sicherlich. Nur noch 17 Kilometer bis zum Ziel. Uhu. Die Ampel ist rot. Oh. Okay, siehst du nicht mehr, ne? Eine AA, was? Die Ampel ist rot. Stimmt, da war was. Da war was geleuchtet. Ah, die Ampel ist grün. Guck mal, die ist grün, die nehme ich mit oder soll ich stehen bleiben? Das wär's jetzt natürlich, wenn es genau bei dieser stehen bleibt. Ja. So. Ich muss erstmal den Auftrag noch abbrechen in. Dings. In SpeedV. Ja, ich bin jetzt schon am Ziel. Ich sehe schon das Fähnchen. Ich weiß gar nicht, ich muss näher nochmal nachgucken, ob ich schon eine Benachrichtigung bekommen habe. Aber das finde ich auch mal total dumm. Ja, warum machen die ganzen Admins und so weiter. Man kann Leute reporten, aber am Ende bringt das gar nichts, ne? User in your channel. Was kann man? Man kann Leute reporten, am Ende bringt es gar nichts, weil die immer Videobeweise haben wollen. Richtig. Ja, jetzt hat mich gerade einer weggerammt, als ich überholen wollte und jetzt habe ich erstmal eine schöne Aufnahme gemacht. Willkommen! Hallo! Hallo! So kommst du aber nicht rum, Tanja. Weiß. Oh nein, die erste Maut. So, ich bin jetzt knapp 200 Kilometer hinter euch. Er sagt's noch, aber ich hab's nicht geglaubt. Ah, der Finn steht hinter mir. Du solltest zurücksetzen, ne? Ja. Oh, der Finn, der drängelt hinter mir schon. Mach warm, fährt nicht zurück. Ich mach Warnblinker an. Ich drück auf zurück, aber der tut nicht zurücken. Lenk mal komplett nach rechts und fahr dann zurück. Soll ich vielleicht? Moment. Moment, Moment, Moment. Spannender Augenblick. Ja, dann mach. Komm her. Okay. Ich werde wetten. Ich wette, er kriegt auch nicht hin, weil der bewegt sich nicht ein Millimeter. Das Einzige, was sich bewegt, das ist die Achse. Ich fahr schon mal rein, ne? Hast du noch Platz gelassen? Hast du noch rein? Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, da komme ich durch. Er fährt nicht, das ist das Problem, Finn. Ja, vielleicht hast du auch... Ach, du hast abgekoppelt. Oh. Im Ernst? Ich sag jetzt nichts. Ja. Finn, du stehst ja gerade ein bisschen ungünstig. Du wirst gerade abgeschleppt von jemand anderem. Nein. So. Ich habe jetzt bei eBay das Geld zurückerstatten lassen. Ja, und wie gesagt, einfach mal unten in der Videobeschreibung darüber auf MMOGA gehen. Dann hast du Punkt 1 das Spiel heute noch. Und Punkt 2 hast du dann wahrscheinlich sogar mehr DLCs. Punkt 3, Olli hat was davon. Oder Franzi, ich weiß nicht, welchen Link sie genutzt hat. Ich traue Franzi alles so. Ist es dein Link? Nein. Aha.
mein Auftrag und so, ne? Läuft doch alles zusammen, Olli. Seit wann haben wir schon mal geteilt? Wir teilen doch uns alles und so. Du hast mich ja eben selber darauf gefahren. Das war nicht. Wann denn? Joko, hallo, guten Abend. Ja, ich bin's wieder, der Stamm-Zuschauer. Nein, Stamm. Stamm-Zuschauer bist du noch nicht, ne? Da musst du noch ein bisschen öfter online kommen. Richtig. Nora hat's heute geschafft. Sie ist heute Top-Fan geworden. Das müsstest du theoretisch heute oder morgen auch werden. Aber schön, dass du da bist, Joko. Wie geht's dir? Ich hab's schon mal gesagt, bei Joko denke ich sofort an Joko Winterscheid, warum auch immer, ne? Ja, der kommt heute im Fernsehen. Nervig. Stimmt, auf ProSieben war heute irgendwas. Ja, die Dings-Show der Welt, keine Ahnung. Okay. André schreibt, wo seid ihr da? Wir sind gerade in Paris und chillen da ein bisschen. Wie heißt das Spiel? Fragt Sebastian. Euro Truck Simulator 2 und Gottschalk Marie oder Mary. Ich mache das gerade auch, was der andere macht. Ich hab grad den Wagen noch repariert. Was denn? Gottschalk Mary, wie hast du denn das hinbekommen? Jahrestag des Abonnents? Was ist denn das? Du bist ja noch nicht ein Jahr bei uns, oder? Bist du ein Jahr jetzt bei uns Abonnent? Oder wie kann ich jetzt Jahrestag des Abonnents verstehen? Aber wenn du es bei eBay zurückerstatten konntest, ne, dann war es sicherlich auch neu, das Spiel, oder? Also klingt zumindest ganz danach. Nee, bei eBay kann man das so oder so, soweit ich weiß. Kommt auf den Händler an. Genau. Ja, ich habe schon Ewigkeit nicht mal bei eBay eingekauft. Ich gebe leider zu, seitdem es Amazon gibt, kaufe ich sehr wenig bei eBay. Außer man bekommt es nicht bei Amazon. Und ich habe mir angewöhnt, jetzt öfters bei eBay reinzugucken, weil meistens die Preise dort sogar noch besser sind. Ah, da geht's immer schon los, du weißt nicht, mit was wird es geliefert. Obwohl, da steht meistens drin. Steht dabei. Ja, ja, stimmt. Okay, ich finde es keine Argumente, sorry. Selbst dieses komische eBay Plus kostet nur 20 Euro im Jahr. Olli? Ja. Manuel hat anscheinend sich schon ein ganzes Jahr abonniert. Habe ich ja von gesagt. Manuel? Ja, genau. Und hier Gottschalk Maria in dem Fall aber auch, weil da steht Jahrestag, ne? Ja. Aber wer piept denn da? Ja, den mag ich nicht, also den Winterscheid und den Klaas. Also ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich wirklich sagen. Teilweise ist es ein bisschen übertrieben, was sie da so von sich geben, aber so an sich. Ich finde die immer noch besser wie gewisse andere Leute. Ich bin jetzt mal weg. Okay, bis dann erstmal. Okay, tschüss. Bis dann. Ciao. User disconnected from your channel. Gut, dass ihr so langsam gefahren seid. Jetzt wollte ich euch noch einholen. Nee, wir langsam. Wir stehen ja schon seit mindestens 20 Minuten rum, ne? Meine ich doch. Nein, so lange stehen wir noch nicht, aber. So. Ja, dann bekommst du recht zeitnah den Key zugeschickt, dann kannst du dann bei Steam einlösen. Dann hast du ETS. Aber schon ziemlich frech von Franzi eigentlich, wa? Was? Da packt sie knallhart bei Facebook und bei YouTube einfach hier einen Link rein. Was? Welcher Link? Das ist doch dein Link. Nein, ist es nicht. Meiner ist nicht mit MEE3, meiner ist anders. So. Auf welchem Server seid ihr da? Wir sind auf Server 3. Wo fahrt ihr denn aktuell hin? Wissen wir doch gar nicht so wirklich. Müssen wir mal gucken gleich. Also jetzt haben wir ja gerade erstmal die Fracht abgegeben. Aber ich würde wirklich vorstellen, dass wir vielleicht gleich sogar Frachtmarkt oder sowas machen. Weil sollte es dann nochmal dazu kommen, dass wir umfallen oder einer von uns umfällt, ist nicht sofort die komplette Fracht im Eimer. Ich muss aber... Seid ihr umgekippt?
Ja, ich bin umgekippt. Ich glaube, ihr mich nicht gerufen. Was hättest du für Vorteile gehabt, wenn wir dich gerufen hätten? Aufgehoben. Du hättest mich aufgehoben. So wie ich lag, hättest du mich nicht aufgehoben. Glaub mir. Sagst du denn? Na, doch, das hätte Finn geschafft. Hätte er, ja. Weißt ja. Du? Ohne Zweifel. Das würde ich nie anzweifeln. Nein, das weiß ich. Ich habe schon gesehen, was er alles hochgehoben hat. Ich sehe Erik! Olli, wie lagst du denn auf was? Ich lag auf der kompletten Autobahn verteilt, einmal komplett links drüber. Also auf der linken Seite. Also meine World of Trucks Aufträge zählen ungefähr nicht, ne? Wie meinst du das? Also generell, also ich bin ja letztens auch schon mal so einen Auftrag da gefahren, wo man irgendwo da was hinfahren muss. Du weißt schon, dass du eine bestimmte Fracht fahren musst, ne? Ja, das war ja damals die nach Paris. Die hat dann nicht gesehen, wie es aussieht. Hattest du irgendwie extra viel Schaden drauf? Wir hatten, glaube ich, so gut wie gar keinen Schaden, ne, Tanja? Wir sind ziemlich gut durchgekommen nach Paris. Schon. Außer, wie gesagt, bei mir waren es dann 4% Aufliegerschaden. Ich fand das nicht lustig. Das sollte eigentlich trotzdem zählen. Keine Ahnung. Nicht zählen. Ja, du musst 10 Frachten fahren, damit du was dafür bekommst. Aha. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier noch Weihnachtssachen, die ich abgeben kann. Ich hab grad was anderes festgestellt. Ich muss mal gerade was gucken. Ja, dann guck mal. So. Ja. So, das. Warum zeigt er mir in SpeedV immer noch die Fracht an? Ich habe die doch komplett abgebrochen. So, ihr steht da jetzt. Und jetzt wollen wir nach einem neuen gucken, oder was? Ja, ich gucke erstmal, dass die Fracht richtig abgebrochen ist hier. Ich wollte gerade sagen, du musst, glaube ich, den SpeedV auch nochmal separat abbrechen. Habe ich schon. Es kann auch sein, dass das Teil erst dann aktualisiert, wenn ich eine neue Fracht angenommen habe. Kann natürlich auch sein. Weil in ETS ist nichts mehr davon zu sehen. Gut, ich sehe es ja, wann wir die nächste Fracht annehmen. Was nehmen wir denn Schönes? Machen wir jetzt extern oder machen wir jetzt tatsächlich Frachtmarkt oder irgendwie sowas? Ich kann mir das sowieso aussuchen. Ich habe ja dieses Programm dafür. Okay. Tanja, worauf hast du denn Bock? Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, wir riskieren das und machen nochmal extern, wa? Nur nicht Italien. Ich würde sagen, wir machen nochmal extern. Na, ja, ich muss mein Spiel neu starten. Hab mein World of Trucks Kennwort gerade geändert. Ach so. Extern sagst du. Wo ist denn der Ton hin? Hört man mich nicht mehr? Hört man uns nicht mehr? Doch. Wieso? Naja, es wird gerade im Stream geschrieben. Er hat anscheinend seinen Ton selbst ausgemacht. Da-da. Ich höre auch keinen Ton mehr im Stream. Ja, gute Frage. Jetzt geht's wieder. Ne, also Ton ist eigentlich da. Ja, jetzt geht's. Ah, schon gut. Man hört's. Ja, ich hatte selbst den Stream gemutet. Lol. Was ja eigentlich Sinn macht, ne? Ja. So, wo fahren wir denn hin? Wie weit ist es denn noch? 2 Meter da. Bibi. Danke. Kein Plan. Wir können ja das nehmen, was am weitesten entfernt ist. Nein. Italien? Das wäre Italien, ja. Nein. Ancona? Sweden. Fuck you. Ich muss wieder weg. Pex. Okay. Was? Bis dann erstmal. Wir hören uns. Und so. Was so langsam? Autos nach Fuck you.
Das ist 1900 Kilometer, das... Nee. Oder wir nehmen 1500 Kilometer und fahren nur bis Pex. Nach Ungarn. Motorroller, oder? Richtig. Also wie gesagt, mir ist es egal. Mir ist es auch egal. Wir können auch in die letzte Ecke von Italien fahren. Nicht nach Italien. Na, Tanja, worauf ist nichts los, hab ich doch schon gesagt. Worauf hast du? Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Ja, ich weiß. Wird schwer. Oh Mann. Wir können auch mal wieder nach Russland oder so. Da hatte ich zum Beispiel Altverpackung. Nach... Ich kann den Ort nicht aussprechen. Ja, das habe ich auch. Ich habe aber Autos dahin. Nach Brno. Brno? Das ist... Brno ist Tschechien. Das ist Tschechien. Genau. Was haltet ihr davon? Habt ihr Autos nach Tschechien zu bringen? Habe ich auch gefunden. Weil das wären 1285. Ja, können wir auch gerne nehmen. Kilometer. Können wir auch gerne nehmen. Und wenn wir dann noch Lust haben, können wir ja dann einmal nach oben. Ja. Finn, hast du es auch? Ist Finn noch da? Finn. Praxi oder? Finn? Nee, Brn, BRNO, Autos. Oder Brünn auf Deutsch. Brünn. Brünn. Und wie sieht's aus? Hab ich. Wollen wir's nehmen? Von mir wegen? Dann würde ich sagen 3, 2, 1, meins. Ja. Da muss ich drauf klicken. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Auch vor mir steht jemand, der auch Klarsicht und Folie drin hat. Ach, der Finn steht vor mir. Der macht auch Klarsichtfolienwerbung. Ja, der kannst du mal sehen. Der Finn wird wieder vernünftig. Finn, dein Ernst? Was hat er für Langeweile? Warte mal für mich. Hast du irgendwie Copy-Paste gemacht oder was? Aber auch vorne die Reifen, die ich ein bisschen anders habe als hinten die, ne? Mit den Felgen und so weiter. Du hast es 1:1 nach gleich gemacht. Das ist sein Hobby, das macht er gerne. Dann hast du mal ein Schild. Sei ruhig. Aber der hat auch generell oben die Lampen genauso hässlich gemacht, wie ich sie bei mir habe. Das ist wirklich genau identisch. Obwohl, alles ist nicht identisch. Ja, in Ordnung. Hinten sieht es bei mir ein bisschen anders aus, als da, wo der Aufleger raufkommt. Da. Keine Ahnung, wie man es nennt. Ja, stimmt, eine andere Platte. Ja. War klar. Ich würde noch vorschlagen, wir nehmen mal die Fracht an, wa? Nicht die ja. Fracht, sondern holen die wir Fracht ab. Wir holen den Auflieger, ja. Oh. Häuptling ist. So. Wieso wird bei mir eigentlich niemand im Dings angezeigt? Ah, weiß ich. Achso, ich weiß warum. Kann ich mal normal fahren? Ja, sorry. Ab jetzt wieder normal versprochen. Ich hab nur mitgemacht. Oh, das war doch eine lustige, lange Strecke bis zum Ziel. Doch nur 8, also. Ja, es sind nur knapp 100 Kilometer. Aha. Bis Fracht abholen. Scheiße, der kann ja blinken, der kann blinken. Ich kann nicht blinken! Ja. Ich glaube, Ü und Sternchen muss das sein. Nein, kann ich nicht. Ich kann ja nicht nach unten gucken, auch mit das da und gleichzeitig auf die Straße. Mit WASD passt es ja auch. Ich bin ja nicht WASD-Star. Was bist du dann? Pfeiltasten? Ach du Scheiße. Ja. Schnell vorbei an dir. Das kann ich mir nicht anschauen. Ich hab dich auch gern. Ja, Glück gehabt. Kannst du ja auch ein Lenkrad holen. Nein, kann ich nicht. So, ich kann das hier nicht mehr anbringen. Ich hab noch 728 Liter. Controller? Könnte ich ja. Hab ich noch nie ausprobiert. Kannst du meinen haben, dann hole ich mir einen neuen. Okay. Er sucht einen Grund, sich einen neuen Controller zu holen. Aha. Ja. Ich finde Controller echt angenehm. Siehst du? Wäre sogar kabellos. Das heißt, du kannst dich zurücklehnen, fast die Augen zumachen und hoffen, dass du immer lenken kannst. Okay. Sprich aus Erfahrung.
Und dann weißt du, du bist gerade irgendwo kurz vorm Ziel und dann. Und dann ist der Akku leer. Zack, ab auf Leitplanke. Fährt praktisch wie auf Schienen. Es gibt aber auch ein Programm, was dir sagt, wenn der Akku fast leer ist. Dann macht er so ein Pop-up, so wie: Hey, guck mal, dein Akku ist fast leer. Da muss Tanja umdisponieren mit einem Spiel. Und dann hast du ein Pop-up, du musst ganz schnell auf OK klicken. Leer. Das heißt, du kannst vielleicht noch 10 Minuten fahren. Aha. Oder wenn ich noch 1200 Kilometer entfernt bin, ne? Da schließt ein Kabel an und fährst weiter. Okay. Also es geht auch mit Kabel, ja? Ja. Das ist wirklich ziemlich weit, wo wir unsere Fracht abholen müssen, oder? Immer noch nicht so schlimm wie Oslo. Da hast du recht. Andere Seite von Oslo. Oh. Nee, noch schlimmer, St. Petersburg. Da können es schon mal 200 Kilometer sein. Ja, St. Petersburg haben die auch ziemlich in die Länge gezogen. Mhm. Aber es ist schön ruhig geworden, ne? Wir sind hier schön unter uns. Ja, ich hoffe nicht, dass wir nochmal auf solche komischen Deppen da stoßen wie vorhin. Ankunft 20.44 Uhr, das heißt, wir sind in einer Minute da, laut SpeedV. Mhm. Ich habe so den dumpfen Eindruck, dass das bei mir diesmal nicht hinhaut. Denn ich habe, so wie du sagtest, das mit den... Oh, ein Flugzeug. Ich habe das tatsächlich so gemacht mit dem Annehmen und Abgeben der Aufträge, dass das noch angesagt wird. Ja, okay. Die Ansage, dass er angenommen ist, kommt erst dann, wenn du die Fracht drauf hast, ne? Ja, aber wir haben schon einen Auftrag gefahren und ich habe noch nichts gehört von der... Du musst rechts lang. Ach ja. Da bin ich. Lalala. Und das ist ein Kreisverkehr, warum sagt denn das keiner? Lalalala. Das ist nur eine komische rechte Kurve. Ja, stimmt, eine komische Rechtskurve, ja. Na, jetzt komm ich doch nochmal. Da, da, da. So. Alexander schreibt Artikel 13. Ich habe jetzt nur Artikel 13 gelesen, leider nicht das davor, weil du zurückgezogen hast. Und das hast du jetzt auch zurückgezogen. Warum siehst du die Nachrichten zurück? Warum schreibst du die denn überhaupt? Ich glaube, weil er es nicht verstehen hat, vielleicht. Wie findest du Artikel 13, meinst du, glaube ich? Finde ich sehr gut. Bloß halt nicht so, wie es. Es gibt keine Artikel 13 mehr, heißt es Artikel 17. Ah, shit, ich habe die falsche Auffahrt genommen. Wenn du blinkst. Das hat jetzt keiner gesehen, ne? Was war da oben hin? Muss ich hin? Da. Da, langsam. Und dann? Einmal rum? Rumpudding oder was? Oh, glaube ich schon, ja. Könnte sein. Ah, da. Ah, oh, da sind alle Auflieger in einen. Okay. Ich wollte noch meinen dazu. Du cheatest ja. Nein, tue ich nicht. Wer? Ist das offiziell erlaubt, ja? Klar. Ich mache ja nichts, was nicht gehen sollte. Ich hole mir nur einen anderen Auftrag. Ach so. Ist ja auch kein externer, sonst wäre es cheaten. Das stimmt. Man darf ja hier zum Beispiel auch legal mit dem, Zementmixer. Ja, zum Thema Artikel 13, ja. Artikel 13. Mal gucken, ne? Das Thema hatten wir, glaube ich, sogar schon mal letztes. Fährt man da jetzt rechts rum oder links rum? Oder ist das Banane? Nee, rechts rum ist einfacher. Ja, macht Sinn. Links rum ist nix. Ja, fährst du ums Objekt rum, ne? Nee, da ist nix. Meinen Auflieger habe ich von links rum geholt. Den hast du links rum geholt, okay. So. Also, wollen wir los? Ja, ich warte noch drauf, dass SpeedV was sagt. Meiner sagt ja gar nichts. Der braucht jetzt ungefähr 10 Sekunden, bis er sagt, hey, angenommen. Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Ja, darauf warte ich jetzt noch, bevor ich losfahre. Ankunft um 17 Uhr, 23 Uhr 18, 14 Uhr 17, 5 Uhr 8, 19 Uhr 28, 10 Uhr 23, 1 Uhr 48, 16 Uhr 11, 7 Uhr. Das blinkt hier gerade wie verrückt.
Der zeigt mir immer noch keinen Anhänger an, ne? Im Dings. In Speed V. So, was? Können wir los? Das zeigt mir in Speed V noch nichts an. Immer noch nicht. Nö. Oha. Da. Oh. Er zeigt mir auch an, dass. Ne, er zeigt mir die Fracht nicht an, ne? Als ob der hier irgendwie jetzt gerade Probleme macht. Vielleicht weil der alte noch angezeigt wird? Ne, der alte ist raus. Ich räume noch mal ein Stückchen nach vorne. Fass war noch nicht raus, aber. Heute? Ja. Heute kurz früh. Was wolltest du? Willst du? Sag ich, wählt mich. Ey. Was machst du? Finn, du spuckst gerade Buchstabensuppe, weil dein Mikro zu weit weg ist von dir. Sag, Fam. Ich meld. Ich sag, ich meld. Du wirst dich bestimmt abmelden. Abmelden, okay. Ah, ich hab das Problem gefunden. SpeedV ist bei mir komplett eingefroren. Mhm. Der macht gar nichts mehr. Ich muss SpeedV beenden. Das lässt sich nicht mal beenden. Und er hat sich das, glaube ich, das auch mit der Fracht jetzt erledigt. Die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Wieso? Weil er jetzt wahrscheinlich nicht die Fracht, wenn ich es jetzt nochmal nachträglich jetzt gestartet habe, da kann ich sicherlich die Fracht nicht noch. Ja, du musst einfach nur auf den Play-Knopf drücken, dann musst du das trotzdem erkennen. Okay, mal gucken. Du gehst. Okay. Ja, ciao. Bis dann. Und sie fährt einfach in mich rein. Ich? Niemals. Ja, hier ist gerade einer reingefahren und der wäre mir beinahe reingefahren. Ja. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Der kann hier nicht reinfahren. Gut, jetzt kam ja, der Auftrag, ist erfolgreich gestartet. Perfekt. Meine Schnauze war zu weit draußen. Das meinte ich. So, also von mir aus können wir losfahren. Okay, ich fahr an. Nein, eigentlich nicht. Ach, scheiße. Okay, du hast es schon gesagt. Genau. Olli, fährst du hinterher? Okay. Steffen ist so still. Ja, ich bin da, hallo. Ja, du kannst auch mal wieder mal eine Runde mitfahren, ne? Stimmt. Kannst du das auch? Ja, könnte ich mal machen, ja. Ich muss mir irgendwann sowieso mal einen neuen holen. Ich weiß, das fehlt schon seit einer ganzen Zeit lang, war, dass ich mir einen neuen Rechner holen. Seitdem wir uns kennen. Was? So lange glaube ich noch nicht. Ach, Ivo ist auch da. Ja. Das schweigt genauso gerade, ne? Ich bin gerade satt. Ich auch. Ich hab schön dick Lasagne gefunden. Ich bin auch satt. Ich auch. Lecker Tagliatelle. Habt ihr auch Lasagne gefuttert? Nee, Politik. Ich hab Lasagne da, ja. Ich würde es auch sagen, dann fahren wir jetzt gerade so auf die letzte Tour dann, wa? Mhm. Bis wir die durch haben, ist es, weiß ich wie spät. Ich wollte gerade sagen, die ist ja über knapp 1,3. Ja. Aber was das mit Finn jetzt war, weiß ich auch nicht. Nee, wollte uns auch nicht sagen. Aus dem Mikrofon wollte es uns nicht sagen. Mhm. Genau, das Mikrofon das schon hat ein Geheimnis. Finns Mikrofon hat ein Geheimnis. Vor uns. Ja. Vielleicht ging Falco gerade wieder live. Nee. So, wann kommen wir laut SpeedV an? Um 0.17 Uhr. Na okay, das ist noch nicht aktuell. So lange fahren wir, glaube ich, nicht. Nicht mal annähern. Spätestens, wenn wir, wenn wir auf der Autobahn sind, das zeigt dann die richtige Zeit an, glaube ich. Jetzt sind wir schon bei 23.51 Uhr. Es wird schon realistischer. Aber das müsste auch in Dings so funktionieren, ne? In SSO. Einfach SpeedV nutzen.
Und dann kommt erstmal, ja, bis nach Morland hast du noch 2 Kilometer. Du reitest gerade 5 km/h. Und vor allen Dingen in die falsche Richtung. Mit einem PS. Genau, richtig. Ich glaube, dann fängt Speedfow an zu meckern über dich, Olli. Hm. Oh, Olli, da geht's lang. Ja, das Gute ist, dass ich dann ein Navi mit drin habe, weißt du? Ja, ja. Wollte Speedfow das nicht eigentlich mal machen, dass es ein richtiges Navi mit drin gibt? So nach dem Motto, jetzt rechts abbiegen und so weiter? Oh, der war irgendwie mal so. Noch mehr Gesappel. Da vergisst du aber keine Ausfahrt mehr. Außer das Navi ist dann so geil, dass du schon dran vorbeigefahren bist. Du kommst jetzt rechts. Du hättest jetzt rechts abbiegen sollen. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber. Richtig. Ja, ich glaube, es wäre mit einer Verzögerung von einer Sekunde oder so. Da war eine Ausfahrt, die sie gerade verpasst haben. Genau. Viel Erfolg auf ihrer weiteren Reise. Die nächste Tankstelle befindet sich. Das wäre es noch direkt Tankstellen mit einem Plan. Ja. Aber das finde ich so auch richtig geil, dass er mir auch anzeigt, was macht meine wie viel Tank habe ich noch drin. Ne? Das ist jetzt so richtig schön groß. 685 Liter habe ich noch. So, die nächste links, ne, Tanja? Oh, links. Und dann haben wir gleich erstmal eine Maut. Ach, warum gehe ich denn auf die zu? Ich bin doch auch ein Träumer. Olli, blinkt links, fährt rechts. Ja. Ich wollte damit andeuten, dass ich die linke, dass ich die mittlere nehme und nicht die ganz rechte. Er wollte damit die ganz rechte andeuten, ist raus. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Tanja? Verwirre deine Strafen. Ja, ja, ich lasse dir gerne den Vortritt. Ja, okay, wenn du meinst. Fahrtritt. Ja, ich meine. Yay! Ich bin nicht mehr vorne. Jetzt bist du aber Sandwich ja, und so, ne? Das ist mir shitty goal. Hauptsache, es sieht keiner mehr, wie ich fahre und dann in den Chat reinschreibt, nimmt der Alten mal den Lapixer. Das meinen die doch gar nicht so. Wenn's danach. Oh. Wie oft wurde ich schon gemobbt, weil ich so zigzag fahre? Der Alten mal den Lappen weg. Ja, hat jemand hinter Frau mal den Lappen weg. Ja, das ist bei mir genau das gleiche, wenn ich auf dem Handy die ganze Zeit schaue zwischendurch, ne? Deswegen. Da hat jemand gerade geschrieben, aber ich kann leider kein Russisch. Alles heißt Hallo. Achso, Hallo, Jindorf. Nee, das ist wieder Polnisch, glaube ich, ne? Egal, das ist auch sicherlich Russisch. So. Jindorf. Ankunft um 22.27 Uhr. Welche Sendung war das früher? Die Sendung mit der Maus, ne? Wo immer alles in verschiedenen Sprachen übersetzt richtig. Wurde. Richtig. Ja. Das war. Ah, das war. Weiß ich was. Und so weiter, genau. Das fand ich toll früher als Kind. Ich auch. Vor allem, weil der eine das Hallo, das ist. Stimmt. Guck mal, Mama, der heißt genauso wie ich. Schön. Was? Gibt's den überhaupt noch? Mhm. Ich glaube nicht, oder? Doch, der Steffen, der lebt noch. Ja, nee, das meine ich ja gar nicht, ob der noch aber lebt der andere, oder nicht. Der andere ist da gestorben. Ich habe es jetzt mehr darauf bezogen, ob es noch die Sendung mit der Maus generell gibt. Nee, das gibt's auch nicht mehr. Wenn nur die alten Folgen, war, wenn überhaupt. Die alten vielleicht, ja. Ich glaube, da gibt's noch sowas ähnliches. Echt? Heißt es? Frag die Maus, irgendwie sowas gibt's jetzt. Ah, stimmt. Das kann sein, dass wir das wieder so ein bisschen aufgepeppt haben. Ja, das ist jetzt so eine Art Quiz-Show. Oder was Neues. Ja. Die Sendung mit der Ratte. Genau. Frag die Ratte. Genau. Meister Splinter. Alpha Larry, hi, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Und wir sind auf der Out. Waren wir die ganze Zeit schon. Ich wollte es gerade sagen, wir haben sie gewechselt. 22.14 Uhr kommen wir an. Ah, ja, das ist jetzt realistisch, eine Stunde Fahrt, ne? Mhm.
Ja, einmal komplett durch Deutschland durch. Ja. Schafft man in einer Stunde. Ah, danke nochmal, Bergisch. Ich wäre niemals auf Fensteraufnahme gekommen. Aber kann es sein, dass es früher auf Fensteraufnahme gar nicht gab? Ich habe keine Ahnung, ich benutze kein OBS. Ich habe es nur einmal getestet, nachdem du meintest, es ging nicht. Oh ja, okay, gut. Ich bremse nicht ab, ich knall es hier knallhart durch. Ich bremse ab! Tempo 30 geht das ja, ne? So. Tanja, Tempo 30. Weiß. Ja, ich weiß. Please English, I'm from Bulgaria, hi! Bulgarien. How are you? Ja, die sprechen Bulgarisch und die benutzen auch Kyrillisch. Kyrillisch? Deshalb sieht es ähnlich aus. Ach so. Ja. Oder? Nee, warte, Bulgarien benutzen die Kyrillisch? Ich weiß nicht, es sieht auf jeden Fall aus wie Russisch. Ungarn benutzt auf jeden Fall Kyrillisch. Ach ja. Übrigens. Nur zur Info, du bist auch von Artikel 13 betroffen. Warte, fragen wir doch mal das Allwissende. Das Allwissende Google? Benutzt Bulgarisch Kyrillisch? Das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Benutzt Bulgarisch Kyrillisch? Was willst du von mir? Nein, du musst ja sagen Bulgarien. Ob die Bulgaren. Nee, es geht um die bulgarische Sprache. Ja, ja, achso. Ach so, und Google würde fragen, wer nutzt den Grill? Genau. Ach, ja, vor allem. Was für ein Grill? Holzkohle? Elektro? Apropos Grill, ich habe jetzt gerade Hunger bekommen. Ich auch. Nein, ich nicht. Du wirst es nicht glauben, Tanja, was ich letztens getan habe. Also, letztens meine ich gestern. Ich habe mir 550 Gramm Hackepeter geholt. Ah, du bist so gemein. Aber das, soll ich dir was sagen? Das waren fünf volle Brötchen. Die ich, fünf volle du, Brötchen? Aber ich konnte danach nicht mehr, ne? Ich habe. Ja, die waren wirklich mehr Hackepeter als Brötchen. Aber ich habe wirklich alle fünf gegessen, ne? Oh, ich habe dir alle fünf reingehauen. Du, da, ich hatte mit den letzten drei Hapsen hatte ich sowas von zu tun, dass die noch geschafft habe, ja? Mir ging es gar nicht mehr gut. Oh je. Aber das war auch die einzige Mahlzeit, die ich gestern gegessen habe, oder? Oh Mann. Also ich hatte gestern war Samstag, ne? Ja, war ich ja... Freitag war ich bei Mama, genau. Gestern war Freitag, heute ist Samstag. Richtig. Da war ich ja bei Mama und da gab's auch Hackepeter. So. Und Donnerstag hatte ich mir auch Hackepeter geholt. Jawohl. Was ist Hackepeter? Genau. Ja, gut. Kenn ich nicht. Zwiebelmett, so. Ja, also was ist, weiß ich schon, aber habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben zweimal gegessen. Okay. Ach shit, der will auch rechts abbiegen, der vor uns. Mach dir nichts draus, Erik. Ich mach das auch so zweimal die Woche. Nein, Quatsch. Was machst du? Ich esse das auch so zweimal, also so. Die Woche. Ich weiß ja schon, wenn ich irgendwann eine eigene Wohnung habe, ich werde so viele Sachen essen. Wo ich mir denke, warum? Jetzt habe ich Angst, jetzt habe ich Angst. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Rechts runter, ne? Ja, ja. Ja, du kannst mir Vollgas. Was machst du heute noch, fragt Alexander. Also nach ETS, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Minecraft oder so. Mal gucken. Aber ich glaube, streaming-technisch kommt dann heute nichts mehr. Da kommt eventuell morgen Vormittag nochmal was und morgen Abend. Obwohl es kann sein, dass morgen Linda noch vorbeikommt. Linda wollte irgendwie vorbeikommen am Sonntag. Fahren wir alles so langsam? Vor uns ist ein Alexandru. Weiß dann ich nicht. Überhol doch. Ich hab Angst. Ich auch. Dann überhol ich ihn jetzt. Ich überhol ihn. Okay, ich hole mit über. Was? Ich bin mutig. Ich bin mutig. Ich bin mutig. Ich bin mutig. Ich bin vorbei. Tanja. Ich liege. Kannst du dich vielleicht ein bisschen ankündigen? Ich überhole, ich bin jetzt wieder auf meiner Spur. Ist ja klasse. Wir versuchen es zumindest, ja. Oh, da vorne ist eine Baustelle, ich muss jetzt mal kurz auf die linke Seite. Aber warum linke ich denn, das ist so.
Das ist total. Oh, Erik! Das ist total unrealistisch gemacht, ne? Mit der Baustelle hier, mit der gelben Linie. Die rechte Linie ist eigentlich größer als die linke. Aber nicht in. Kannst du dich mal vorher ankündigen, Bergisch? Digga, bei dir guckst du wenigstens in den Spiegel. Nee, ich hab keine Spiegel, ich hab die abgebaut. Oh, ich muss auf die linke Spur. Ich hab die abgebaut. Ach, irgendwann braucht man keine Spiegel mehr. Da hat man so viele Sensoren, die einfach mal piepen, wenn irgendwas ist. Chef, ich kann nicht weiterfahren. Der Spiegel ist eingeklappt. Ich bin wieder raus. Geht nicht, der LKW nicht da drauf. Wenn dich einer überholt, machst du ein Beep. Beep, 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 beep. So, ich guck mal in den Chat. Oh, Berge steht da. Nightbot, der Nightbot ist da. Hi. Oh, hi Nightbot. Wie geht's dir? Bis zum nächsten Mal, viel Spaß noch. Alexander, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. War schön, dass du da warst. Und ja, vielleicht ja bis morgen. Please come to I want. Was? Please came to I want. Look. Was hast du, Erik? Yuskania, sorry, my English bad. Your English is not better als mein Englisch. So, auch nicht so yellow from. Mai Scania. Ja, genau. Was ist, Erik? Hä? Hey? Hast du gerade was gesagt? Nö. Meinen Namen habe ich gehört. Okay. Nee, du hast gefragt, was ich da mache, und ich habe gesagt, warten. Ach so. So. Mir ist fast alles egal, Hauptsache ich fahre nicht vorne. Ja, aber hinten fahren ist auch scheiße, weil du bekommst mal das ganze Zeug, wenn jemand überholt und Scheiße baut, dann bekommst du als erstes ab. Im Real Life ja, aber nicht in Wirklichkeit. Ist das nicht das gleiche? Was? Langsam. In Real Life ja, aber nicht im Spiel. Mann! Ich bin schon ganz. Sag mal, warum ich hinfahre. Ich kann Slash Fix eingeben. Wow, wir fahren gerade die komplett gleiche Strecke wieder zurück. Wir sind gleich wieder in Köln. Juhu. Wie, was, warum? Ja, hier sind wir vorhin schon lang gefahren. Gleich kommt Köln. Wir sind um 21.53 Uhr am Ziel. Wenn keine besonderen Vorkommnisse und so. Richtig, und die haben wir sowieso. Eben, also sind wir um 22.30 Uhr da. Ungefähr. Plus minus. Ja. Ich sollte mir öfter mal Energy holen. Ich bin richtig wach gerade, ne? Nicht mal so annähernd müde, so. Keine Ahnung. Bin. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Aber es hilft, dass man eigenermaßen wach ist. Aber es ist nicht gesund. Du kannst sogar bei Amazon als 24er-Palette kaufen. Ja, ich habe auch schon gesehen, man kann ja auch recht günstig die Dosen, also Energy-Dosen kaufen mit eigener Werbung drauf. Hast du nicht schon mal wegen was? Du das nicht gewesen, der wegen Energy Drinks im also Gesundheitszustand so ein bisschen. Ja, ich hatte das schon mal. Ja. Also zumindest waren meine Leberwerte so im Keller, dass sie gefragt haben, ob ich ein bisschen Alkohol trinke. Richtig, nein, ich nicht, aber Monster. Ja, dann sagen wir es mal so. Es war halt. Da auch zu dem Zeitpunkt, da habe ich wirklich jeden Tag mindestens ein, zwei Dosen getrunken. Also das war auch wirklich schon sehr ungesund. Aber wenn ich jetzt mal so ein, zwei Dosen in der Woche trinke, ist glaube ich noch, das verträgt der Körper. Okay. So, was sagt denn der Chat? Ah, cool, schreibt, ich kann den Namen nicht aussprechen. Bulgarien. Ja, das finde ich auch so ein bisschen schön, ne? So, Facebook ist so international. Kann sein, dass Bulgarien als nächstes Land als DLC kommt. Okay. Ja, zumindest irgendwo da unten Balkan starten. Könnte auch Serbien, Moldawien dazu.
Da unten so die Ecke. Oh, der hat Lichthupe gemacht. Das ist sicherlich irgendwo ein Blitzer. Was? Ah, nicht schon gut. Bist du sicher, dass du nur Energy Drinker? Also, oder? Ja, wieso? Also. Wird das schon wieder dunkel? Nee, jetzt wird's hell, ne? Es wird endlich hell, ist das schön. Guck einfach auf die Uhrzeit. Ja, hab ich ja gerade gemacht. Das Gute ist, jetzt müssen die Leute im Chat nicht mehr fragen, wo fährst du denn hin? Das steht jetzt nämlich genau im Stream-View drin, ne? Hallo. Hallo, liebe Franzi, ich habe dich ganz doll lieb. Und das sage ich nicht nur, weil ich einen Energy getrunken habe, sondern weil ich es wirklich so meine. Okay, ich würde sagen, krass, willkommen im Club. Außer, dass du ganz frech Werbung für deinen MMOGA-Account machst. Halt die Fresse. Ich hab vorhin Schokolade gegessen mit Kaffee innen drin. Lecker. Ich hoffe nicht, dass du denkst, dass du davon wach wirst. Ein wenig, ja. Ja, von der Schokolade, aber nicht vom Kaffee. Ja. Das hat wie, was Kaffee auf mich eine Wirkung hat, keine Ahnung. Ja, ist ja auch nur Kaffeegeschmack, da ist ja kein flüssiger Kaffee drin. Doch, ist Kaffee drin. Hey, ich weiß aber nicht, ob da noch Koffein beinhaltet ist. Zucker, Kakaobutter, Sahnepulver, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Milchzucker, Kaffee, Buttermilchpulver, Emulgator, Soja, Salz und Vanilleextrakt. Ja, schon mal kein Koffein. Koffein? Koffein. Sehr viel Zeug. Koffein, ja. So genauso wie Musäum. Kaffee. Ah, wir sind so gut, ne? Wir kommen schon um 21.47 Uhr an. Ich glaube, es Tanja, ich hoffe, du wolltest zu ihm Hallo sagen. Nein. Cola zu trinken. Ich weiß, dass das im Funk war. Ich hab den gar nicht aktiviert. Also, ich weiß gar nicht, wie das geht. So. X halten. X? Ah, X mal. Halt. Auf welchen Kanal bist du denn, Tanja? 9? So geht das. So geht das. Oh, das war eine Zeitverzögerung gerade. Und du warst ziemlich laut. Ohren, aua. Hello. Ich bin weg. War ich ziemlich laut oder? Naja, ja. Du warst übersteuert ein bisschen. User disconnected from ja, bis gleich, Franzi. Tschüss, Franzi. Tschüss, Franzi. Tschüss, Franzi. Das hört sie nicht. Sie spielt nicht mit. Falls dir nicht aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Sie hört es auf jeden Fall. Okay, wenn du meinst. Oh, ah, doch, hast du gefunden? Doch nicht. Echo. Echo. Oh. Hallo, hab euch lieb, schreibt Franzi rein. Hab dich auch lieb. Wir haben dich alle lieb. Oh, das hast du aber schön gesagt. Danke. Ich war am überlegen, ob ich Fummel FM umbenenne, ne? Nämlich? Ja, ich wollte ein bisschen so anpassen, so wie ich halt bin, weißt du, so auch von Fummel FM auf Fummel FM oder so. Irgendwie einen anderen Namen für den Musikbot. Wie wär's mit Musikbot? Oh, so einfallsreich war ich noch gar nicht. Mach mal Lala! Ich? Okay. Bis später, Franzi! Schakalaka FM! Gut, dass keiner auf unserem Kanal ist, du würdest dich gerade blamieren. Achtung, rechts überholt einer. Ist ein Pole. Ich hab's gesagt. Ja, aber der kann nicht fahren. Was macht der da? Vollgas überholen. Auf den Standstreifen, ja. Fährt er auf den Standstreifen, ja?
Aber ja, okay, wir fahren auch auf der mittleren Spur am langsamsten. Achtung, noch einer. Auch rechts. Bei mir ist doch keiner in der Nähe bis jetzt. Seid ihr so weit entfernt? Ja, aber deinen grünen Punkt sehe ich noch. Ich hol ihn auf. Achtung, nicht wundern, links bin ich gerade. Ach, das bist du? Nein, nicht bei dir, bei Tanja. Ach so. Ich will gerade den einen einholen. Bei mir überholt jetzt gerade jemand links. Dann fährst du wahrscheinlich rechts, oder? Bei mir kommt auch gerade was von rechts. Die DW-Logistik hat mich gerade überholt. Ja, das war der eine. Der ist bei mir aber links vorbeigezogen. Kommt dann noch ein dritter, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben und so. Ja. Ja, ich halte mich jetzt schön weit rechts. Oh, der bremst sich richtig aus hier, ey. Der sieht total auf meine Spur rauf. Aber ich glaube, ich muss das auf die mittlere Spur gleich, oder? Nee, noch nicht. Ah ja, vorne ist nur eine Tanke. Fahr schön neben dir, damit keiner vorbeikommt. Achtung, Standstreifen überholt er wahrscheinlich. Zieh mal ein bisschen nach rechts. Nach rechts? Oder? Ja. Nee, er macht nur Lichtstufe. Das heißt, lass mich vorbei. Hat er Pech gehabt. Tanja, jetzt müsstest du ganz links fahren. Obwohl, nee, das wird nur schief gehen. Ich bin ja noch gar nicht bei euch. Dann könnten wir wegen Blocking wahrscheinlich gekickt oder gebannt werden. Richtig. Ja, ich kann da ja nicht schneller. Ich kann auch nur 90, aber ich versuche trotzdem nicht zu überholen. Elefantenrennen nennt man das, ne? Ja. ich glaube, jetzt musst du rechts. Oder? Ich möchte ein Eis essen. Wir müssen jetzt eh rechts runter. Langarm. Der Typ hat schon Idiot geschrieben. Nee, es war ein anderer. Ach so. Oh, jetzt wird's aber. Ja, Tanja, du musst gleich rechts. Jetzt wird's aber kuschelig hier, glaube ich. Wow. Ein Streifen, zwei Streifen. Da kann ich runter. Hat der Hai. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen langsamer fahren. Tanja kommt fast gar nicht hinterher. Mimimi. Okay. Ich habe ja versucht, von hier zu Olli aufzuholen. Das hat schon ein bisschen gedauert. Wo ist denn eigentlich die nächste Tanke? Dann könnten wir ja da auch generell mal ranfahren. Okay, da kommt erstmal keiner. Wollen wir anhalten rechts? Oh, ich bräuchte gleich mal eine Tanke. Nee, so schlimm ist es, glaube ich, nicht mehr mit der Distanz. Nur ein bisschen 80 fahren oder so. Okay, dann machen wir das. Also, ich habe noch 504 Liter. Ich weiß es nicht, bei mir ist es im unteren Drittel, also die 640 Kilometer kriege ich damit nicht mehr auf den Schirm. Ich habe in Paris erstmal aufgetankt. Habe ich versäumt. So, ich habe das Tempomat bei 80. So. Eine Nachricht im Chat, ich gucke schon. Uah, wie fahre ich denn hier schon wieder? André, wo seid ihr gerade? Wir sind, noch 625 Kilometer von Brno entfernt. Ich glaube in der Nähe von Frankfurt. Ja, ja, und wir haben die Kalenderwoche 13. Warum ist eigentlich die Kalenderwoche 13 so wichtig? Samstag, 30.03.2019. Wir haben 6,9 Tonnen Autos hinten drauf. Noch 615 Kilometer und wir kommen um 21.43 Uhr an. Okay, ich glaube, wir können wieder normal schnell fahren. Tanja ist direkt hinter uns. Okay. Jo. Bist du wieder hinter Olli oder? Ist mir wurscht, Hauptsache ich bin nicht vorne. Okay. Können auch so bleiben. Irgendeiner fährt ja immer hin. Wir müssten unsere Spedition umbenennen, so auf, keine Ahnung, Artikel 13 on Tour oder so. Oh nein.
Wie wär's mit, du bist live? Wie wär's mit Klarsichtfolie abonnieren? Okay, das passt nicht. Oder ich heiße ja schon Klarsichtfolie, ne? Ich müsste einfach nur als Spedition abonniert. Weiß nicht, würde da stehen, abonniert Klarsichtfolie. Na. Na, wenn unsere Spedition zufällig abonniert heißt? Kannst ja auch so einfallsreich wie alle anderen sein. KSF Logistik. Ja, richtig, genau. Ja, damit weiß auch niemand was anzufangen. Dann geht's schon mal los, was ist überhaupt KSF? Ja, das ist aber bei jeder Spedition so, jede, die irgendeine Abkürzung hat. Ganz ehrlich, wenn jetzt einer das so im Vorbeifahren liest. Hä? Klarsichtfolie, was ist das denn für ein Unternehmen? Nee, der denkt dann so, Klarsichtfolie. Ah, toll, er hat zwei Namen. Ja, stimmt. Aber ich hab jetzt in den Gesch... Ach ja. Oh, Baustelle. Hast du Baustelle gesagt? Ach nee, Baustelle. Eine Baustelle ist ja nicht. Nee, ne? Ich schub mal zurück. Und eine neue Nachricht. Ich komme schon und lese schon und werde gucken, was da drin steht und so. Michael, guten Abend! Wer ist von hier? Überholen. Los. Nicht bremsen. Da! Wer bremst, verliert. Da. Ah, ich glaube, ich bin vorbei, oder? Jo. Dann ordne ich mich wieder rechts ein, ne? Ach ja. Hier ist der Tanke, können wir gleich rauffahren. Ich muss erstmal gerade an dem Kipper hier vorbei, oder was das ist. Ja, ordne dich hinter ihm ein, ansonsten. Nee, jetzt bin ich auf halber Höhe neben ihm. Das ist nicht gut. Nee, ich weiß. Einfach, wenn die Tanke kommt, krieg gleich reinziehen. Ja, kann ich nicht. Dann bremst ab. Kann ich nicht. Bin schon vorbei. Sind wir erst abgefahren? Nee, ne? Doch. Ich warte vorne. Ah, du musst doch tanken, oder? Ja. Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,31 € pro Liter schon, abgerechnet. Ja. Aber deswegen fahre ich jetzt nicht falsch rum auf eine Tankstelle. Nein, das mache ich nicht. So. Ich habe voll getankt. Du hast 533 Liter getankt und deiner Spedition wurden 707 € in Rechnung gestellt. Ja, die meins haben. Hi Tanja. Okay. Hallo. Ich stehe zwar, aber es passt schon. Tschö. Ja, ich pendel mich bei 70 ein, bis du wieder da bist. Brems. Noch 500 Kilometer. Dann sind wir schon da? Ja. Mhm. Ja, 22 Minuten noch offiziell laut dem Dings. Ja, komm, fahr doch vorbei mit deinem Mercer. So, Tanja ist wieder hinter uns, jetzt kommen wir eigentlich wieder 90. Oder, Tanja? Ja, bin auf 80 jetzt gerade. Jetzt bin ich auf 90. Jetzt gibt er Gas hier. Ja, der Mercedes, ne? Mhm. Ja, das sieht ganz schön. Ja gut, wir fahren aber auch nicht gerade schnell. Ja, 90, ne? Ich habe noch nie solche Autobahnen. Also, solche Autobahnen sind eigentlich eher selten, dass man hier sieht. Dreispurige Autobahnen, wo immer die rechte dann im Nachhinein die Ausfahrt ist. Ja, gibt's eigentlich gar nicht.
Ja, doch, in Berlin gibt's die auch, teilweise. Also auf der 114 zum Beispiel. Ja, die wollen ja sowieso Deutschland neu machen. Ja, die fahren bei uns schon, die machen jetzt gerade einen kompletten Berliner Ring dreispurig. Meinst du jetzt in echt oder im Spiel? In echt. Ja, im Spiel wollen sie aber ganz Deutschland neu machen. Ach so, ja, ich meinte das sogar. Der Steffen ist ja auch schon aufgefallen, ne? Was? Dass die jetzt komplett die komplett den Berliner Ring auf dreispurig machen wollen? Ja, ja. Vierspurig wäre sogar noch besser. Würde ich behaupten. Ja, da hat man schon mal ganz rechts die ganzen LKWs. Genau. Die zweite Spur, wenn sie meinen, okay, ich überhole jetzt. Ganz links sind die SUV-Penner. Richtig, genau. Und die dritte Spur wird dann so unsere Hauptspur. Genau. Ah, kacke, mein Arsch schläft ein. Ja, okay. Laut dem Pfeil, der grün wird, fehlt aber noch ein bisschen was, wa? Ja, sind ja noch 430 Kilometer. Stimmt. Klarsichtfolie, hast du schon... Hast du uns schon bei YouTube abonniert, okay? Nee, hab ich tatsächlich noch nicht. Müsste ich mal machen, wa? Kann man mal machen. So, ich muss wieder die Spur wechseln. Ja, und dann hat man, wenn man auf der rechten Spur ist, ja, und das ist richtig voll und das lässt sich niemand auf die mittlere Spur. Du musst automatisch Ausfahrt nehmen. Auch wenn du es gar nicht willst. Ja. Genau das hier. Ich könnte jetzt hier rauffahren, um dann festzustellen, oh, ich muss wieder rüber. So. Oder holen wir jetzt mal die richtige Hupe raus? Oh, hab ich gar nicht montiert. Falscher LKW. Simon schreibt, läuft bei euch. Ja, also jetzt läuft noch was. Also. Was? Ja, die letzten 380 Kilometer. Ja. Obwohl, wir laufen nicht, wir fahren, ne? Wir driven, ja. Ach ja. Ich habe eben gerade einen Loot gesehen, aber es kommt keine rein. Ah, da stand gerade was. Da kommt ein Loot. Ist es wieder ein Baum oder ist es Franzi? Ist es Franzi oder ist es das System? Ich vermute mal, dass es das System ist. Ja, ist es. Oh. Tanne, du kannst ja tanken, wenn du möchtest. Kann ich? Ja. Wollte ich. Wollen wir reinfahren? Oh ja. Ja, wäre lieb. Wie habe ich das hingekriegt? Ganz kurz, ich hänge fest. Aha. Nee, ne? Oder warte, Moment. Ja. Kommst du klar? Ja. Warte, wir machen mal alle Räder raus, Differentialsperre. Du zischt gerade ein bisschen.
Wer? Jagisch. Ja, du bist in der Tanksäule drin, aber? Ja. Eigentlich brauchst du, glaube ich, nur einen kleinen Anstupser von hinten. Nein, jetzt bist du schon frei. Wenn jetzt... ich brauche mal gerade 30 Sekunden, ich bin sofort wieder da. Nein, nicht wieder. Das sah gerade schon ganz gut aus. Ja. 50% Schaden. Ich hoffe, Tanja weiß, dass sie rollt. Weil sie gesagt hat, sie ist gleich wieder da. Du rollst noch, Tanja. Achso, gut. Ich sehe das. Ich bin direkt am Bildschirm gewesen. Alles gut. Achso. Aber niedlich, dass ihr euch sorgt. So. Jetzt können wir. Okay. Von hier aus. Auf die letzten. 343 Kilometer. Ja. Okay. Wir haben immer noch 22 Zuschauer bei Facebook. Schön, dass ihr noch reinschaut. War schon lange nicht mehr so voll bei Facebook, muss ich sagen. Ne? Okay, jetzt nicht so, wie es früher schon mal war, dass wir da über 200 Zuschauer oder so haben. Aber ETS war bei den letzten Malen nicht so voll. Das hat ziemlich nachgelassen. Ich muss bloß noch rausfinden, warum bei mir Fernbus am Laden nicht mehr geht. Ich habe schon alles probiert und das will nicht mehr starten. Neu installiert? Ich habe schon neu installiert. Ich habe es von der HDD-Festplatte einfach runtergelöscht und auf die SDD draufgepackt. Weil ich dachte, vielleicht hilft das, weil die halt ein bisschen schneller arbeitet, aber nein. Es ist ja generell mittlerweile so, du drückst auf Spiel starten, dann braucht es eine Ewigkeit, bis er dann ins Menü reingeht. Dann wählst du da irgendwas aus, dann braucht er auch wieder Ewigkeiten, bis es dann soweit ist. Das war aber früher auch schon so, dass das mal ein bisschen gebraucht hat. Aber wenn ich dann das Spiel starte, also wenn ich jetzt eine Strecke fahren möchte, dann kommt halt der Ladebildschirm und der friert irgendwann ein. Und dann steht auch schon im Taskmanager, Start ist inaktiv und da weiß ich schon, okay, es passiert nichts mehr. Hm. Und die einzigen Tipps, die man im Internet findet, ist, dass es eventuell an DirectX liegen kann. Aber selbst das habe ich bei mir aktuell, habe ich sogar schon mal runtergeschmissen, neu rauf installiert, klingt auch nicht. Tanja, warum fährst du eigentlich die ganze Zeit in der Mitte? Übrigens, ich glaube, wir müssen die nächste runter. Da habe ich links und rechts den meisten Platz. Nein, keine Ahnung. Ich versuche die ganze Zeit Olli aufzuholen. Achso, bin ich wieder so schnell? Nein, du bist nicht so schnell, ich bin zu langsam. Ja, ich sehe aber schon 300 Kilometer, fährst du gerade ein anderes... Nee, doch, jetzt kommst du wieder dichter. 300 Kilometer Abstand. Meter. Ja, okay, Kilometer wäre schon ein bisschen was, oder? Dann wärst du schon am Ziel und ich noch nicht. Mir fällt es gerade auf, man sieht mich ja heute gar nicht. Kein Wunder, du bist auch so schnell. Nee, ich hab die Kamera aus, fällt mir jetzt gerade auf. Achtung, wir werden überholt. Und wir müssen links. Links ein rein. Links? Ja. Oh, da vorne ist eine Tanke. Muss ich mal tanken? Ich bin so voll. Lalala. So, wir verlassen Deutschland. Und wir sind jetzt zu dritt. Keiner mehr in der Nähe von uns. Doch da. Konstantinus.
Was ist mit diesem Konstantin? Ja, der war eben gerade bei uns in der Nähe. Der hat eine Vollbremsung wegen Tanja hingelegt, dann bin ich ihm raufgefahren, weil er eine Vollbremsung gemacht hat. Okay. Und dann habe ich ihm nochmal einen sanften Schubser von der Seite gegeben, so als Dankeschön. Was? Echt jetzt? Ja. Marie Shadowway, ja, hi! Und der hat immer noch versucht zu überholen, obwohl du nach links wolltest. Mhm. Hättest mal geblinkt. Okay. Wie geht's dir, Marie Shadowway? Es ist total ungewohnt, dass du mittlerweile nicht mehr Olli Stinkt heißt. Ich habe mich schon total dran gewöhnt. Wie hat sich Olli Stinkt benannt? Ja, und hat danach festgestellt, dass sie es nicht mehr umbenennen kann, weil es nur alle 90 Tage oder so geht. Aber jetzt hat sie den Account ihrer Schwester gegeben. Jetzt muss sie mit Olli Stinkt weiter klarkommen. Und sie hat sich einen neuen gemacht. Leonie, hi! Oder? Ja, bei YouTube, genau. Leonie schreibt, geh auf Twitch, Dummi. Ja, ich bin auf Twitch. Wahrscheinlich hat sie dort geschrieben. Nee, sie hat bei YouTube haben wir geschrieben. Also ich bin auf Twitch live, ich bin auf Facebook live, ich bin auf YouTube live. Du musst aber bedenken, dass ich auf Twitch Klarsichtfolie LP heiße, ne? Da heiße ich nicht Klarsichtfolie. Mir geht's ganz gut, super, dir? Mir geht's ganz super, dir? Ja, auch. Also, morgen nicht mehr. Also, morgen Abend musst du mich nicht mehr fragen. Einen Tag vor Montag habe ich immer Depressionen. Besonders dieser Montag, der jetzt kommt. Wieso? Oh, ich hasse, wenn ich davon betroffen bin, was jetzt hier Dings angeht. Hier, Streiks. Oh mein Gott, das ist ja nur der eine Tag da. Ja, aber müssen die sowas auf Montag machen? Ja, Freitag wäre noch schlimmer. Was für ein Streik ist es denn? BVG. Also Berliner Verkehrsgesellschaft. Also es fahren keine Busse, es fahren keine Trams und es fahren keine U-Bahn. Das heißt, Berlin ist komplett abgeschottet, es gibt bis noch die S-Bahn. Die S-Bahn fährt noch. Ja. Da können wir von Glück reden, dass die S-Bahn nicht zur BVG gehört. Richtig. Die Bahn streikt auch noch. Oh. Ja, aber da musst du noch in die S-Bahn reinkommen, das ist das nächste Thema. Ich habe morgen ein Probereiten und bin so aufgeregt. Ein Probereiten, okay. Schaust du dir ein Pferd an? Cool. Was ist das für ein Pferd? Ist es... Na, eins mit 8 Beinen. Zwei vorne, zwei hinten, zwei rechts. Mann. So. Ich hab morgen... Achso, die Nacht hatten wir schon. Oh, ein Kreisverkehr. Ein zweispuriger Kreisverkehr. Ganz gefährlich, die Dinger. Oh, ein Kreisverkehr. Oh! Warum bremst du? Es hat gerade bei mir geleckt. Ich bin nach vorne geschossen. Oh, Lecko, was ist bei mir los? Junge. Ja, ich glaube, Finn guckt sich gerade Schmuddelfilme an, wa? Doof, Mann. Kommst du darauf? Ich weiß nicht. Wenn es leckt bei Tanja? Mhm. Lieber runterladen als Livestream. Richtig. Schön in UHD. In UHD? Ich hab sogar eine 4K-Webcam. Wäre es nicht sinnvoller, so. Also 4K? Was ist 4K? Na, ein 4K runterladen ist am sinnvollsten, oder? Ja. Wenn's gut ist. In so hoher Qualität geht. So, ein Knappstrupper? Ein Knappstrupper, schick! Ja, ein Pipi Langstrumpf fährt. Aha. Mhm. Halt, immer noch hier bleiben. Ich habe heute jemanden in Berlin gesehen, wo ich zum Parkplatz gelaufen bin, ne? Der ist mit einem Hund gelaufen, ne? An der Leine ganz normal.
Und auf der Schulter hat er einen Kakadu gehabt, so braun. Also einen grauen, meinte ich. Cool. Da dachte ich mir, ey, das ist so geil, weißt du, ich will auch einen Kakadu haben. Ganz geschillt auf der Schulter. Ich will auch, ich will so einen Papagei haben. Nein, ist ja ein Kakadu ist ja das gleiche. So. Naja. Tanja, der ist schon weg. Der Kakadu? Okay. Nee, der hat sich wegteleportiert, keine Ahnung. Ich würde mein, wenn ich einen Papagei hätte, den würde ich aber auch echt eine Blödsinn beibringen vom Quatschen, wa? Das glaube ich. Der würde bei mir irgendwo in der Ecke sitzen und die ganze Zeit sagen, what the fuck? So, wie weit haben wir es denn noch? Was steht denn hier auf dem Plan? Da steht noch 126 Kilometer. So, man muss da schreibt, man muss da, also muss da man. Cool, ja, danke für dein Cool. Bonnie, ja, kurz 70. 70, okay. Zwischen dir und Tanja liegen knapp 700 Meter. Ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Also ich werde langsamer schon. Ich lasse es gerade ein bisschen ausrollen. Oh, ein Knacki ist unterwegs bei uns. Wo kann man nochmal sehen, wie viel Schaden man hat am Auflieger und so? S7. Danke. Ah, bergisch beholt. Okay. Darf ich vorstellen? 150. Und Leitplanke. Oh, hast du Rücken. Weiß es zu mir so raushauen, oh, fahren wir das langsamer, ne? Tanja ist nicht weit entfernt. Darf ich vorstellen? 150. Aber Tanja kommt jetzt nicht da. Das kekst mich langsam, ne? Was? Mit diesen Auffahrgeschichten. Immer, wenn wir relativ kurz vor dem Ziel sind, rumpselt mir einer hinten rein. Ich hab wieder 2% Schaden. Auflieger. Aber zwei. Ja, Auflieger ist ja egal. Genau, Auflieger ist egal. Die Fracht ist wichtig. Oh. Auflieger ist einfach nur das, was die Fracht transportiert. Der kann verbolzen bis zum geht nicht mehr. Ah, okay. 2% an der Zugmaschine, 2% am Auflieger und Fracht ist 0. Okay. Dann ist ja, alles gut. Ist alles gut. Okay. Aber ich find's schade, dass es Speedphone nicht anzeigt, ne? Ja, kommt noch. Haben sie. Eigentlich hatten sie angekündigt, dass es zum nächsten ETS-2-Update funktioniert. Also zum letzten. Aber haben sie dann doch nicht gemacht und ja. Ja, da muss eine bestimmte Schnittstelle frei sein, damit man das über SmetV auslesen kann. Ach so, okay. Ja, und so, ich bin wieder da. Wir können fahren. SCS-Dingsabums der Entwickler noch nicht hingekriegt. Ja. Also eigentlich sollte es schon lange gehen. Was war das gerade für ein Geräusch? Das war gerade eine Energy-Drink-Dose, die ein bisschen expandiert ist. Ach so. Okay. Interessant. So. Das war immer schön im Winter. Ich habe ab und zu mal auf Arbeit so ein paar Dosen halt neben dem Arbeitsplatz stehen. Und wenn dann im Winter ich mal kurz das Fenster aufmache, erstmal überall so kling, 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 kling. Alle expandieren erstmal. Ja, die machen sich immer so leicht selbstständig. Das merke ich alleine, wo ich früher dann immer so im Winter, ne, wenn du dann ein paar Pfandflaschen wegbringst. Mhm. Ne, die sich auch einmal zusammenziehen. Richtig, genau. Ja, hab ich auch. Erschreckt manchmal ein bisschen auf Arbeit. Ja, denen ist halt auch kalt, ne? Ja. Da muss ich auch erstmal was zusammenziehen. Richtig. Dann denkt man auf einmal, dass man eine Frau ist, ne? Hä? Ach nee, ist schon gut. Ist andersrum. Bei Kälte eher andersrum. Nicht zusammenziehen. Achso, ja, okay. Ich wechsle mal die Spur. Ja, und wir wechseln mal das Thema. Genau. Aber jetzt ist ja bald vorbei mit der Kälte, jetzt kommt ja der Sommer. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt wirklich heißer wird als letztes Jahr, was sie so angekündigt haben teilweise. Die Tage werden länger, die Temperaturen heißer, die Röcke kürzer, ich meine, die Nächte länger. Außer diese Nacht, die wird kürzer. Stimmt. Ja, diese Nacht überleben wir aber. Eigentlich müssten wir es screen, bis die Zeit
bis wir von 2 auf 3 springen. Aber nee. Einfach nur, damit du sagen kannst, haha, wir haben eine Stunde länger gestreamt, ohne es gestreamt zu haben. Richtig. Ah, das war der beste 12-Stunden-Stream, weißt du? Ich muss nur 11 Stunden streamen und mach trotzdem 12. Ja. Oh, wir sind da. So gut wie. Ja. Wir sind in Wien. Haben wir uns verfahren? Ja, haben wir. Tanja, du musst keine Vollbremsung machen. Doch, hätte ich jetzt. Musste ich jetzt. Musste ich wirklich, ich war zu dicht drauf. Okay. Und ja. Das war doch erstmal eine gute Fahrt, oder? Wir müssen ja diese Nacht noch die Uhren umstellen. Nein, okay, wer stellt heutzutage noch Uhren um? Die stellen sich von alleine. Ich leider genau eine. Ich habe auch noch eine. Das ist bei mir die Anlage. Bei mir ging. Ich habe eine im Flur hängen. Ich habe eine generell hängen, ja. So, Das hast du gesagt. Und eine Uhr habe ich in der Küche noch an der Wand hängen. Auch keine Funkuhr. Alles andere ist automatisiert, denke ich. Schätze ich. Ja. Gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, dann haben wir diese Fracht erfolgreich ans Ziel gebracht. Mhm. Pünktlich um 21.44 Uhr. So wie es angezeigt worden ist. Okay, 21.43 Uhr wurde gleich angezeigt, ne? Aber wir sind ja kurzzeitig mal ein bisschen langsamer gefahren. Und ich bin Level 72. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Wo ich auf links? Kann man da rauffahren? Ja. Ich hab tatsächlich eine Garage in dem Ort hier. Okay. Wie war schön, den Eingang zu parken, wa? Klar, so muss das. Ah, ja, gut geparkt, muss ich sagen. Hat man geschafft, ja. Aber geschnaubt wie noch ein Kampfloch. Was macht Bergerstadt, das Schild da vorne? Ja, dann würde ich doch sagen, dann war es das für heute mit ETS, oder? 2 Stunden 22 und 22 Sekunden. Gerade jetzt sind wir live.
Ja! Sehr schön. Was ist deine Zeit, ne? Genau meine Zeit. Passt mir ganz gut in Kram. Ja, dann würde ich auch sagen, dann war's das mit ETS. Dann kommt morgen noch irgendwas, aber ich weiß noch nicht, was morgen kommt. Auf jeden Fall eventuell SSO. Habe ich eventuell geplant. Mal gucken. Aber da muss ich auch noch ein bisschen was tun. Aber ansonsten euch noch einen schönen Abend. Kommt später gut ins Bett. Und denkt dran, eine Stunde weniger schlafen morgen, weil Uhren umgestellt werden. Sommer und so. Ja, danke auf jeden Fall auch für die Abos, die heute reingekommen sind. Und danke für über 20 Abos, glaube ich, heute bei Facebook. Wir waren beim letzten Mal bei 1500. Ich guck mal kurz, wo wir jetzt sind. Jetzt gucke ich noch kurz nach. Und wir haben immer noch 23 Zuschauer. Danke dafür auch. So. Ja. Wo sehe ich denn? Hier. Da steht immer noch 1500. 1526. 26 neue Abos bei Facebook. Vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart. Bis morgen, wenn ihr Lust habt. Und euch noch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.